der Titel sieht, geht es heute darum. Ja. Und wie man sieht, ich habe Post-its. Ich nicht. Ich habe keine Post-its, ich habe Notizen gemacht. Dann sehe ich heute wieder super elegant aus, wie ich dauernd auf mein Handy gucke. Es würde mich der Talk nicht interessieren. Da, ich habe Notizen. Da mein dritter Bildschirm gerade nicht funktioniert, kann ich nicht mal da gucken. Ich bin ja so ein Zettel-Stift-Mensch. Ein ganz garstiger. Das ist heute alles spontan. Wir haben kein Skript, wir machen einfach. Ganz ja, genau. Also ich zumindest hangel mich an meinen Notizen lang. Ich habe ja notiert zuerst beim Buch, was ich alles für Gedanken hatte, während ich das Buch gelesen habe. Logischerweise ist es vergleichend mit dem Film gewesen, weil ich kannte ja sowohl, also ich kannte den Film vorher ja schon und habe das Buch gelesen, nachdem ich den Film schon gesehen hatte, und dementsprechend ist es automatisch immer irgendwie vergleichend geworden zum Film, konnte ich irgendwie gar nicht verhindern. Das habe ich aber auch immer. Also ich habe halt meistens wirklich auch bei, generell bei ganz vielen Büchern, die ich hier stehen habe, habe ich zuerst die Serie oder den Film gesehen und habe dann dieses Bedürfnis, da fehlen mir Infos, da ist bestimmt mehr. Da fehlt mir, gib mir Input, und dann suche ich die Bücher und dann lese ich die Bücher und dann kriege ich meinen Input. ich hatte den Film vergessen, das war zu lange her. Also das Kino war zu lange her. Und ich habe dann halt auch, ich habe auch hier Buch, Film, man sieht es jetzt nicht, es ist alles wahrscheinlich spiegelverkehrt, egal. Auch Buch und bei Film, mir ist es richtig also, rum. hier, Film ist aber halt ganz wenig. Hier hinten ist noch ganz, ganz viel Buch. Dann habe ich den Film aber nochmal geguckt, direkt nachdem ich das Buch gesehen hatte. Und dann endete es in, hallo, Film. Weil dann habe ich den Film zerlegt. Es ist ich habe das Buch, genauso gewesen, Buch gelesen und habe dann penibelst genau die Unterschiede rausgeschrieben, weil ich mir dachte, also der Grundkontext ist gleich, aber es sind so viele Sachen verschieden. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, es ist bei mir meistens so, dass ich die Bücher lieber mag als die Filme. Es aber Ausnahmen gibt, ne? Also wo ich sage, nein, tut mir leid, der Film gefällt mir besser, weil mir die Charaktere so hardcore auf die Nerven gehen im Buch. Kurz mal den Klappentext noch vorlesen. Alles, was wir tun, flüsterte Newt, die Augen in Trance aufgerissen. Unser ganzes schönes Leben, Frischling, dreht sich um dieses Labyrinth. Er heißt Thomas, an mehr kann er sich nicht erinnern. Und er ist an einem seltsamen Ort gelandet, einer Lichtung, umgeben von einem riesigen Labyrinth, in dem mörderische Kreaturen lauern. Nun liegt es an ihm und den anderen Überlebenden, einen Weg in die Freiheit zu finden. Doch die Zeit drängt und nicht alle werden es schaffen. Sollen wir mal einsteigen in Buch Nummer 1? Ja! Und zu unseren Kommentaren langhangeln. Also, das Erste, was mich irritiert hatte, ist Angst. Und nicht Wicked. Echt? Das hat mich voll irritiert. Ich hang da so, warum steht da Angst auf diesen kleinen spinnähnlichen Viecher? Ja. Ich hang da so, warum Angst? Ja, ne, statt Wicked. So, hä? Hey? Und dann so. Wobei. Ist das in Englisch denn auch so? Also, wenn das Buch nicht übersetzt ist, steht denn dann da Fear oder? Warte, weil, ich kann es noch, das englische Buch habe ich nämlich hier. Warte, das ist das, was mich nämlich interessiert hat, als ich das mit dem Angst gelesen habe, dass ich mir so dachte, ich weiß es nicht. Sophie hat es auf Englisch gelesen, sie sagt, das ist Wicked. Ich verstehe das nämlich nicht, warum sie das in Angst umgewandelt haben sollte. Die haben es einfach knallhart übersetzt. Naja, also Wicked ist ja nicht Angst. Doch. Fear wäre doch Angst. Zumal das ja eigentlich eine Abkürzung ist. Es ist ja nicht wirklich ein Wort. Ja, also es steht ja nicht böse, wirklich schlecht, Wicked gottlos, da. Gottlos, boshaft, gemein. Genau. Schlimm, sündhaft. Egal. Es hat mich irritiert. Ja, du bist aber schon viel weiter später eingestiegen als ich, nicht? Aber gleich am Anfang habe ich erstmal verglichen. Er kommt auch mit dem Fahrstuhl nach oben. Er weiß aber nichts, also er weiß wirklich, nee, sein Name fällt ihm gleich ein, also er weiß sofort, wie er heißt. Genau, das ist, er weiß sofort, wie er heißt, das ist im Film sofort so, pff,
Ja, ich meine, mein Name muss mir erstmal. Und sie schicken die Vorräte nicht gleichzeitig mit den Leuten. Das war nämlich etwas, was mir sehr, sehr heftig aufgefallen ist, dass es eine andere Beziehung der Lichtungsbewohner zu den Der Lichter. Neuankömmlingen, der Lichter, diesen Namen finde ich ganz schlimm, immer wenn sie über Lichter geredet haben, war ich erstmal immer so verwirrt, die Lichter, what? Als wir im Kino den Film geguckt hatten, sind an einer Stelle schreien die da: Lichter, Lichter, Lichter. Ich habe beim ersten Mal, beim dritten Mal nach dem Buchlesen gecheckt. Ja, Lichter an, Lichter an. Ich war auch jedes Mal, wenn's. Und die Lichter nicht. What? Was für Lichter? Das hat mich voll irritiert, genau. Und dass sie halt keine Vorräte mitschicken im Buch mit den Leuten, das war für mich so eine. Eigentlich ist es klar, dass sie das negativer aufnehmen, dass neue Leute dazukommen, weil sie sind ja nicht wirklich hilfreich unbedingt. Sie sind eine zusätzliche Belastung. Es entsteht erstmal Chaos, wenn jemand Neues dazukommt. Und im Film hast du diese Verknüpfung, oh cool, jetzt kommen Vorräte und da ist halt noch eine Person dabei. Naja gut, aber die Person nehmen wir in Kauf, weil wir kriegen ja was, ne? Und dass sie. Was ist? Ja? Nee, sag. Nein, du bist nicht fertig. Ja, aber ich habe den Faden verloren. Tut mir leid. In den Büchern kommen auch alle 2 Wochen Vorräte, nicht nur einmal im Monat. Ja, genau. Kommen alle 2 Wochen Vorräte und dann halt ein neuer Lichtungsbewohner. Was ich viel krasser fand, und das hat mich sofort am Anfang irritiert, dass dieser Fahrstuhl Ewigkeiten nach oben fährt. Buch dauert das Stunden. Und ich hang da so und denke mir so, wenn der so lange nach oben fährt, wo ist das Labyrinth? Wo befindet sich das? Das ist ja etwas, was später auch noch thematisiert wird im Buch mit dem Labyrinth, weil es ja im Film ist es ja so eine freistehende Anlage, was ich auch viel logischer finde. Im Buch scheint es ja irgendwie wie so eine Art eigener unterirdischer Laboratoriumsbereich zu Falsch. sein, ne? Falsch. Und das ist es nämlich. So habe ich das zumindest verstanden. Im Film ist es auf der Erde. Du Klar, hast da ist man normalen die Bilder Himmel, gewohnt. normale Sonne. Genau. Wenn sie die Kamera raushämmern, siehst du drumherum alles Sand und kaputt. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es im Buch so, dass das Labyrinth oben ist. Dieses halbe Stunde, was sie da fahren, ist dieser Fahrstuhl, der da hochfährt, Ja, aber im Buch auf diese kann's Plattform. doch nicht oben Und sein. die fahren am Ende eine Rutsche runter. Wenn die raus sind, rutschen die extrem lange im Kreis nach unten. Ja, aber gerade das finde ich ja unlogisch, weil, also das steht bei mir erst viel weiter hinten, aber dadurch, Ja. dass sie ja später die Sonne abdrehen, musst du ja sowas wie ein künstliches Kuppeldachgebilde haben. Das Die heißt, haben einfach entweder es nur muss eine. unterirdisch sein oder Es es ist ein muss in Lager. einer Halle sein, ne? Es ist eine Halle. Also Das wie ist halt bei auch. die Truman Show, ne? Ja. Dass du die Sonne und diese Sachen beeinflussen kannst. Im Film hat es auch geregnet. Es Ja, weil es frei regnet war, nicht auf ne? Licht. Ja, weil es frei war. Weil es frei war und sie einfach, aber das finde ich, ah, es ist viel kosteneffizienter, dieses Kacklabyrinth oben hinzustellen, statt es unten irgendwo in eine Halle reinzusetzen, ne? Weil Aber in der Halle kannst du es besser kontrollieren. die Wetterbedingungen, aber musst du die Wetterbedingungen tatsächlich kontrollieren? Das ist halt so die Frage. Es. Ich gerade sagen, im Westlich. Im Buch haben die auch einen Fluss, also Flüsse, Gewässer, die durch dieses Labyrinth gehen. Ja, es wirkt auch größer. Diese Klippe, die gibt es im Film ja nicht, diese Klippe. Nee. Na? Nee. Und dadurch wirkt das Labyrinth im Buch halt auch viel, viel größer. Aber es wirkt vom Aufbau her, also das sind diese zwei Sachen, die ich sehr viel verglichen habe. Die Art und Weise, wie sie die Leute im Labyrinth im Buch behandeln, wirkt mehr nach Versuch als wie im Film. Im Film wirkt das mehr so. Doch, die sind da halt und machen irgendwas. Im Buch ist es tatsächlich wie eine Versuchsreihe aufgebaut, wo du auch das Gefühl hast, die testen das durch. Aber der Aufbau des Labyrinths selber wirkt für mich im Film tatsächlich laborbedingungs authentischer. Aber im Buch nicht durch diese Klippe. Weil mir das irgendwie so
geschlossen, unkontrollierbar durch diesen Klippenbereich vorkam und auch irgendwie so wirr. Was ich ja so richtig hammergenial finde, also als Thomas nach oben kommt, ne, aus dem Fahrstuhl, das ist ja auch eine andere Situation, Film und Buch, sehr unterschiedlich, weil ich habe das Gefühl, der Fahrstuhl ist viel tiefer im Buch als im Film, weil die irgendwie so ein Seil benutzen müssen, um den rauszuwerkeln. Und im Film rennt er ja gleich los und alle, oh, Läufer, Läufer. Und im Buch ja nicht, weil da sitzt er erstmal so, was geht ab? Also psychologisch irgendwie ein bisschen nachvollziehbarer. Ich meine, du kannst im Buch natürlich auch besser in die Charaktere reingucken, was ich aber auf jeden Fall genial finde. Er guckt sich so auf der Lichtung um und checkt so die Pflanzen ab und sagt gleich, oh, da wachsen Tomaten und dies und das und jenes. Und ich denke mir so, auf die Entfernung erkennt er, was da wächst. Das ist ja echt krass. Und vor allem, ich weiß nichts mehr, aber die Pflanzen kann ich alle exakt auseinanderhalten, was da wächst. Mais verstehe ich, dass du es erkennst, weißt du, aber Tomaten auf diese Entfernung? Die kleinen rote Punkte? Ja, wenn sie reif sind zu dem Zeitpunkt vielleicht, ne? Ja, aber ich fand es schon sehr beeindruckend, was er da so scannt, was da so alles wächst. Ich dachte, ja, Botaniker. Gerade sagen generell alles, was er, woran er sich erinnert und das, woran er sich nicht erinnert. Also ich finde es sehr, sehr, es wurde sehr intensiv auf sein, also das ist der Grund, warum ich Bücher lieber lese als Adleraugen, ja. Thomas das Adlerauge. So. Jetzt machen wir mal weiter. Nein. Oder soll ich schon mal? Ja, hau rein. Dystopisch-chaotisch, haben wir doch gesagt. Abteilung nach epidemische Grundlagenforschung Sonderexperimente Todeszone. Ja, wie sehr Angst aus. Und ich lese das. Ja, nach epidemisch, das klingt schon echt scheiße. Grundlagenforschung, alles okay, sie sind Experimente. Ja, Sonderexperimente steht ja sogar da. Todeszone. Klingt schon kacke, das auf allen Schildern zu sehen. Ich bin nicht auf die Scheißidee gekommen, die Anfangsbuchstaben zusammenzusetzen und dann zu wissen, dass es Angst ist. Echt? Nein! Ich dachte in dem Moment endlich, okay, deswegen heißt der Kack Angst. Nee, kein Stück. Ich denke mir so, okay, das ist, das war so, oh. Das Wort halt hat mich so irritiert. So, Soll das so eine psychologische Wirkung haben irgendwie, dass dir da immer Angst entgegenblinkt? Aber die Käfer waren ja sowieso auch etwas, was nur im Buch vorkam. Ne? Im Film haben sie die ja komplett rausgestrichen, diese komischen, wie heißen die? Film, ja, wenn mit Saki haben sie im Film eine Menge rausgestrichen. Musst du ja bei Filmen auch, ne? Also wenn du nicht, weiß ich, wie lange das machen willst. Das ist aber einer der Gründe, warum mir der erste Film besser gefallen hat als das erste Buch. Also es gibt zwei Gründe. Erstens, ich fand im Buch die Charaktere so furchtbar schecht gelaunt. Also die waren... aber die waren nicht einfach nur psychologisch gestresst, was du dir irgendwie hättest erklären können, sondern die waren einfach alle pissig und eklig und gemein und fies und bäh. Und das fand ich total... Und das andere war dieses ewige Rummeandern. Niemand hat irgendwas erklärt. Das ist mir beim Film, sprang mir das so ins Gesicht, direkt wieder so. Sie erklären direkt alles gleich. Bei dem anderen haben sie gar nichts erklärt und nur, oh, schau mal durch dieses Fenster. Siehst du dieses Monster? Hast du jetzt Angst? Fürchtest du? Denk mir, was bist du für ein Spacken? Was soll denn das? Ja, Elvi. Also ich habe auch irgendwo auf irgendeinem Zettel habe ich auch stehen, dass die Leute im Film viel netter sind. Ja. Selbst Gelly. Gelly ist in dem Film dagegen nur einfach ein Engelchen, auch wenn er ihn so schön wegbasht. Aber du verstehst die Charaktere, finde ich, im Film besser. Weil im Buch, also ganz ehrlich, Albi, warum solltest du jemandem wie ihm folgen? Der ist einfach nur fies und gemein. Und nichts anderes. Also dem würde ich never ever folgen als der Anführer. Der einzige Grund, warum sie ihm ja folgen, ist, weil er einer der längsten ist, die in diesem Labyrinth sind. Das ist auch eine Sache, die mir aufgefallen ist, die so ein bisschen komisch erklärt war. In dem Buch heißt es, im Buch sind gefühlt 50 Leute auf dieser Lichtung und im Buch sind es 3 Jahre. Stimmt, die Zeitdarstellung ist anders. Jahre. Mhm. Im Film sind es 3 Jahre, im Buch sind es 2 Jahre. Und Sarai! Sorry, mein Hund macht da gerade Müll. und im Film heißt es, ja, es ist jeden Monat einer dazugekommen. Also müssten sie, ne? Ja, so gut, es sind auch gestorben, Leute. Ja, das kommt noch dazu. Aber sie sind
im Film halt so viele auf der Lichtung, dass dieses mit den 36, es müssten 36 Leute sein, es sind gefühlt irgendwie 50 Leute da. Ne? Und im Buch wird halt erklärt, dass die erste Gruppe nicht nur aus einem, so hier, von wegen, ja, Elbi war der Erste, er war der Einzige, er musste einen Monat lang alleine auf der Lichtung sein. Ja, oder? Nee, am Anfang war es eine Handvoll Leute, die Genau. auf der Lichtung waren, die hochgeschickt wurde. Ja, das finde ich im Buch auch logischer als im Film, weil so vollkommen alleine einen ganzen Monat, ohne dass du, was baust du denn alleine bitte auf? Das Wie ist es halt. ernährst du dich? Du hast ja nix am Anfang. Oder haben die da schon ein fertiges Feld hingestellt für Albi, dass er sich zumindest irgendwas ernten konnte Das oder so? Der arme war früher Kerl. und anders. Nee, also das war halt auch so im Buch wird zumindest erklärt, dass der erste Morgen. Schwung halt so eine Gruppe Jungs war und dann haben sie halt nach und nach die Leute hochgeschickt. Ja, genau. So. Das Was kam habe ich mir denn auch hier? wesentlich logischer vor. Eine Sache, die mich hart abgefuckt hat im Film beziehungsweise im Buch. Im Film ist Ben ein Läufer. Im Buch ist er ein Bauchmeister. Die Darstellung ist ja auch unterschiedlich, ne? Also du hast im Buch ist Ben ja schon infiziert und der Thomas Genau. kommt ja gleich damit in Kontakt, während der brüllt, ne? Das ist auch noch ein Punkt. Im Buch wissen Sie von der Griva-Infizierung. In dem Buch haben Sie das Serum dauerhaft. Ja, Wenn die von Leute das Anfang an. durchmachen, wenn die Leute das durchmachen in den Büchern, ist es von Anfang an klar, dass es scheiße schmerzvoll ist, dass sie alles zusammenschreien und dass sie das Serum haben, um das Griva-Gift zu bekämpfen. Und dass sie sich danach erinnern können. Im Film ist es so. Was? Bist infiziert? Raus mit dir. Ja. Also hier nichts von wegen, ja, zack, Serum, gib ihm, sondern einfach sofort, geh weg. Und das ist einer dieser Punkte, den ich meine, dass es im Buch definitiv mehr wie eine Versuchsreihe rüberkommt, weil sie regulär sie infizieren, regulär sie diese Transformation durchmachen lassen und dann die einzelnen Reaktionen eben auch bewerten können. Wie soll denn das bei der Filmkonstellation gehen? Das ist einfach irgendwie so eine chaotische Nummer von, ja gut, aber im Film ist es ja auch alles auf Thomas ausgerichtet. Also der kommt da ja als Action-Hero reingejumpt und macht da Halligalli und weil er da halt jetzt da ist, geht's voll ab. Im Buch ist es ja nicht so, sondern im Buch ist es von vornherein schon eine festgelegte Versuchsreihe mit festgelegten Intervallen, mit festgelegten Arbeitsabläufen. Und Thomas kriegt regelmäßig einen Nervenzusammenbruch, einfach weil es ihm zu viel wird. Ja, was ich ja gar nicht so unlogisch fand, dass er Ja. tatsächlich auch so ein bisschen emotional war, wobei er mir, also ich hätte so eine Mischung zwischen Buch und Film ganz gut gefunden, weil wie gesagt, in dem Buch waren die mir alle zu blöde und pampig und keiner hat irgendwas beantwortet, sondern alle haben nur so, ich weiß es und du weißt es nicht. Ich Pass auf, dachte, was geht denn gleich triggerst du Sophie wieder, einfach nur, weil sie sich mega darüber aufregt, dass sie die Fragen nicht beantworten. Ja, das fand ich aber auch richtig blöd. Das hat mich aufgeregt. Jedes Mal, wenn irgendeine Frage aufkam, war schon klar, jetzt kommt irgendeine super dumme Antwort, die nichts aussagt oder guck mal durchs Fenster oder so. Oder denkst du, oh Mann, Leute. Wahrscheinlich ist das die Art und Weise, Thomas reagiert ja relativ cool auf das Ganze. Wahrscheinlich ist das, was sie sich so. Andere Leute reagieren wahrscheinlich nicht so cool und ja, Thomas will ja sofort am liebsten ins Labyrinth rennen. Ja, aber es ist nicht nur Ashley diese. macht das selber? Keine Fragen beantworten oder was? Es werden keine Fragen beantwortet. Guck selber, wie du klarkommst. Ich muss ganz ehrlich sagen, aber in Hinsicht dieser, so wie die Leute drauf sind, es hat mich nicht nur gestört, dass sie so pampig waren, sondern auch gerade in dem Zusammenhang, dass sie sich ja sehr selektiv an Dinge erinnern. Erinnern sie sich aber an eine patriarchale, sexistische Gesellschaftsstruktur, weil, sie, also die bedienen unheimlich viele Ismen in dem Buch, weil sie zum Beispiel, wie sie über andere Personen reden, wie sie über andere Personen denken, dass zum Beispiel sie nennen Chuck ständig den Fetten und den Nervigen und auch der Umgang mit Theresa, als sie auftaucht, diese Art und Weise, wie sie behandeln, das ist nicht nur einfach, oh, ein Mädchen, da ist jetzt was anderes, Es sondern sind Teenies. ja, aber Teenies sind entschuldige Kacke bitte, zueinander. warum darf er an sie ran? Wann darf ich an sie ran? Also, das war schon teilweise wirklich, wo mir dachte, wow, hallo, also das muss Ja, jetzt hier nicht aber so ganz ehrlich, abglitschen. wenn ich an meine Jugend denke, war das genauso.
Nee, sorry, also da war ich nicht in. Also, bäh. Teilweise fand ich Ja, es wirklich natürlich ist das arg, wie die bäh. übereinander geredet haben. Also nicht schön. Und ich mir denke, da muss. Also, wieso erinnern Sie sich aber an solche Art von Gesellschaftsstrukturen? Das hat mich mega gestört. Wenn du sowieso schon nur irgendwie selektiv sie sich erinnern lässt, warum man dann solche Sachen direkt wieder mit einbauen muss, nach dem Motto, das ist der Status quo. Ja, danke, nee, muss nicht. Das hat mich mega genervt. Und die Beschreibung fand ich auch komisch, gerade am Anfang. Da werden die Jungs ständig beschrieben, was für Muskelpakete die alle haben. Und ich habe mich halt immer gefragt, okay, machen die da alle super Training oder was? Ich meine, Nee, die. aber ich denke mal, das ist halt die Sache mit dem, die machen alles selber. Wenn du. Ja, schon, aber es arbeitet ja nicht jeder hundertprozentig körperlich schwer. Und die Art und Weise, wie sie halt diese Muskelpakete immer beschrieben haben, dachte ich auch so. Ist halt Da ist ein Jugend. Kerl. Yay, der hat voll Muskelpakete. Cool. Okay, weiter geht's. Was ich halt beispielsweise auch im Buch sehr krass fand, das ist halt, im Buch geht es Schlag auf Schlag. Ja. Thomas kommt an, Tag danach kommt sofort Theresa an. Hast du im Film da nicht so den Eindruck, dass das so Nein, schnell geht? Theresa kommt später. Theresa kommt nach 3 Tagen erst. Nach circa 3 Tagen. Weil am ersten Tag kommt er an. Was habe ich das hier stehen? Am ersten Tag kommt er an, kriegt alles gezeigt. Dann ist die Feier am ersten Tag, wo Newt ihm dann abends alles erklärt. Am zweiten Tag geht Elby mit ihm rum und zeigt ihm die Wand. Wo habe ich denn das hier stehen, wann Theresa kommt? Das ist irgendwie viel zu weit unten. Also es passiert im Vorfeld schon sehr, sehr viel Erklärung dies, das und jenes im Film, bevor überhaupt Theresa kommt. Weil Theresa kommt erst. Habe ich das nicht. Habe ich das. Aber Warte, im habe ich hier Buch ist das stehen? so ewig langes Rummeandern, bis Theresa kommt. Das mag zwar Nein, sein, dass das Theresa. Nein, zeitlich Theresa kommt. gesehen am nächsten Tag ist, Die aber wacht aber nicht. dieses. Die braucht Ewigkeiten, bis die aufwacht. Ja, das Das ist das, stimmt. der Punkt. Das ist der Punkt im Das Buch. stimmt. Dass er ja erstmal die ganze Zeit bewusstlos ist. Genau, Theresa wacht auf. Das ist auf der zweiten Seite sogar. Im Buch. Die haben das Serum von Mino und genau, Mino und Elby gehen ins Labyrinth wegen dem Kriever. Dann haben sie die Nacht im Labyrinth, dann ist die Versammlung, wo Gelly sagt, dass hier Thomas bla böse und alles. Thomas soll die Strafe bekommen und Bla, wird böse und Läufer. alles. Die zweite Ratssitzung kommt, wo Newt dann festlegt, dass Tom Läufer wird. Und dann wacht erst Theresa auf und terrorisiert alle. Ich glaube, dass Also sie es das rausgenommen haben mit der Telepathie. Das war einfach notwendig, um den Film nicht so aufzublähen. wahrscheinlich. Auch wenn ich mich immer noch frage, was die bei den ins Hirn gefuscht haben. Ich verstehe den Nutzen von der Telepathie im Buch auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, Nee, weil ich auch noch nicht. wollten sie sie halt so lange bewusstlos halten, damit sie aber nicht stumm bleibt, kriegt sie jetzt die Telepathie-Momente. Welchen Nutzen hat das? Ich hoffe, dass das tatsächlich im Buch 2 und 3 noch irgendeine Art von tragender Rolle hat, weil wenn es einfach nur darum geht, dass sie miteinander quatschen können, telepathisch, dann ist es total unnötig. Also, pff, Ja, au. das ist es halt. Thomas hat Stimmen. Ja, da bin ich gespannt, ob das Teil des Experiments ist. Das weiß ich halt nicht. Im Buch fand ich es einfach nur so, ja gut, sie können es, es hat ihn erschreckt, aber was bringt das? Soll das irgendwie eine Art von Verbundenheit demonstrieren? Das war mir nicht so ganz klar. Da hatte Thomas ja sogar gesagt, dass sie Experimente an ihnen vorgenommen haben und dass sie auch Experimente am Hirn vorgenommen haben. Das, was auch anders war, dieses Fenster, ne? Darauf haben wir uns jetzt schon mehrfach bezogen, ne? Das Fenster. Das Fenster hat sie echt hart angetan, ne? Ja, das Fenster hat es mir echt hart angetan, aber einfach auch, weil ich finde, dass das auch die Darstellung verändert. Ich verstehe, warum sie das im Film nicht gemacht haben, aber es führt ja wirklich dazu, das, was du am Anfang schon gesagt hast, die Lichter, die blinkenden Lichter, die wissen Bescheid über all die Sachen, die wissen von den Grievern, sie wissen, was die Griever sind und im Film wissen sie es ja nicht, ne? Also die Läufer scheinen ja irgendwie draußen unterwegs zu sein, aber eigentlich nur selten Kontakt irgendwie mit einem Griever zu haben und die auf der Lichtung wissen eigentlich nicht so wirklich Bescheid, was abgeht. Und die unterschiedliche Darstellung der Griever, die hat mich halt auch erstmal Ja. irritiert, weil im Prinzip sind es ja Schnecken, mehr oder minder im Buch, ne? Also ich dachte mir gleich, das klingt wie so eine Nacktschnecke, wie so eine Riesennacktschnecke mit mechanischen Teilen.
Und die kullern dann auch noch, wie, das erinnerte mich an irgendeinen anderen Film, wo die Viecher anfingen zu rollen. Irgendein Science-Fiction-Film, weiß ich aber nicht mehr, was es war. Und im Film sind es so High-Action-Schleimi-Teile, die auch nochmal so extrem viel Tempo mit reinbringen, einfach allein durch ihre Art der Darstellung. Weil ich glaube, sie haben mehr Technik und gleichzeitig weniger Technik. Sie haben viel mehr technische Beine, aber sie haben weniger technische Instrumente im Film. Im Buch haben sie dafür irgendwie keine Beine, sondern sind so rollende Nacktschnecken, aber haben 3 Millionen Werkzeuge, wie die sie so ein- und ausklappen können. Rollende Nacktschnecken finde ich gut. So kam es mir vor, wie so eine rollende Nacktschnecke. Yep. Mit Technik-Equipment. Wobei ich ja sagen muss, ich suche gerade die Szene. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt mal eben so spontan finde. Ich hatte eine Szene, da habe ich meine Wohnung fast zusammengeschrien vor Lachen und vor Freude. Vielleicht konnte ich mit der Beschreibung der Griva nie was anfangen, wusste nie, was ich mir da vorstellen soll, aber Nacktschnecke klingt plausibel. Einfach wie der so beschrieben hat, wie dieses Vieh da an diesem Fenster so vorbei glibbert und da so runterrutscht. Das war so für mich so Schnecker. Bei der ersten Ratssitzung, als. Also, ich fand es erstmal im Buch, fand ich es von Mino mega kacke, dass das Tor zu ist und er so, I'm out, puff, weg. Und ich denke mir so, Alter, Mino, du bist so ein Wichser. Wo dann Thomas versucht, alleine Elvi da dieses Ding hochzuzippen und ich sich dann in diese Lianen reingelegt habe und so, ich bin nicht hier, ich bin nicht hier, ich bin nicht hier. Das fand ich halt schon so ein bisschen, und bei der ersten Ratssitzung fand ich das Buch besser als den Film, aber aus einem ganz einfachen Grund. Und zwar hat im Film, also im Buch ist ja eine ganz klare Strukturierung, wer was zu sagen hat. Wenn Elby nicht da ist, hat Newt was zu sagen, weil er ist der stellvertretende Chef in dem ganzen Laden. Im Film macht diese Ratssitzung Skelly vorne. Und Newt sitzt da, lehnt sich da an und hört erstmal zu. Im Buch macht Gelly nur kurz den Mund auf. Und das Erste, was Newt macht, ist, halt die Fresse. Ja, wie ich sag ja, die sind so dran. aggro. Ich habe es so hart gefeiert, weil sobald Gelly irgendwas gesagt hatte, sobald er irgendwas reingeschmissen war, so, du bist nicht dran. Entweder jetzt schließt die Klappe, du bist draußen. Es ist, sorry, es war für mich so, ha, mir geht's gut. Ja, aber es war so, ich fand es so unverständlich. Ich meine, es hat auch was mit der Gruppendynamik zu tun, weil im Film wirkt das ja mehr wie so eine große Jugendparty, mehr oder minder, ne? Wir machen so Campingausflug und dann machen wir Stockbrot und dann machen wir ein schönes großes Lagerfeuer und dann haben wir noch so geschicken selbstgebrannten, ne? Und dementsprechend ist die Ratssitzung ja auch, ne? Das wirkt wie, alle haben so die gleichen Rechte. Ja, klar, Elby ist der Boss und Newt ist dann derjenige, der danach was sagt. Das Genau. finde ich aber verständlicher, weil ich vom Film her das Gefühl habe, ja, der ist am längsten da, der ist aber auch verständig, der kümmert sich auch, ne, wenn er Thomas da aus dem Knast rausholt und ihm auch das gleich erklärt und ihm sagt, was Phase ist, das ist jemand, dem ich folgen würde. Dementsprechend, ja, verstehe ich, dass der Boss ist, dem würde ich auch folgen. Und dementsprechend, so wie die drauf sind, können die auch eine gleichberechtigte Struktur aufbauen, weil ihnen niemand den Hals umdreht. Weil sie sich ja verständlich verhalten. Im Buch brauchst du diese Hardcore, ich hab was zu sagen. Und wenn du mir reinquatscht, ich bring dich um, ich schmeiß dich die Klippe runter, morgen bist du tot, ich erwürg dich in der Nacht, diese ganzen Drohungen, die sie Das dir machen. macht aber nur Gelly. Nee, Gelly das ist der macht Elby, Einzige. macht das auch. Der sagt mehrfach Ja, zu gut. Thomas, dass er ihn Ja, gut, umnietet, wenn das er ist nicht die richtig. Fresse hält. Also, und das brauchst du auch, weil die Art von Struktur, die die da aufgebaut haben, ich würde dieser Person nie folgen. Und wenn er so abgeht wie sonst was, ja, dann erwürgt ihn halt irgendwann mal wer in der Nacht, weil er einem voll hart auf die Nuss geht. Niemandem ein was erklärt und die total gehässig. So, ha, du bist jetzt der Neue und liegst jetzt einen Monat in der Ecke und heulst. Und ich hack jetzt auf dir rum, weil ich mich dafür schäme, dass ich vorher einen Monat in der Ecke lag und heule. Kein Wunder, dass die sich umbringen würden, wenn die sich nicht so hardcore in die Schranken weisen würden. Also. Die haben ja in den Büchern, hast du den kompletten, du hast ja eine richtige Struktur in den Büchern. Du hast halt Elby als Chef, Newt als Stellvertreter und dann hast du für jeden Bereich die 11 Hüter. Das kommt nicht so raus beim Film. Sie haben es auch so angelegt, aber es kommt tatsächlich nicht so raus. Es wird mal erwähnt und ich habe mich immer wieder im Buch gefragt, warum Gelly da sitzt.
bis erwähnt wird, dass er Gelly der Hüter der Baumeister ist. Ja. Was mir vorher nicht in den Sinn gekommen ist. Überhaupt nicht. Warum er ausgerechnet da jetzt ist. So, was machst du da? Er ist Hüter der Baumeister. Im Buch oder im Film? Im Buch. Im Buch, ja. Er erklärt, dass Gelly der Hüter der Baumeister ist. Und im Film gar nichts. Diese eine Szene, ne, im Buch, wo sie Ben rausschmeißen. Also ich meine, ich finde die Szene... Mit dem Langstab. Genau, ich finde die Szene viel, viel härter als im Film, weil im Film hast du ja das Gefühl, okay, sie müssen die irgendwie loswerden, diese Infizierten, weil sie haben nichts, was sie mit ihnen machen können und die sind eine richtig krasse Gefahr. Mhm. Im Buch hast du dieses, sie können sie heilen und sie können sie wiederherstellen. Und trotzdem entscheiden sie sich dafür, ihn dann rauszusperren und auch die Art und Weise, wie sie es machen. Also im Buch haben sie halt diese, im Film haben sie diese Stangen und drängen ihn halt raus, sodass er draußen ist. Und im Buch mit dieser Halsbandstange, wo du ihm dieses Halsband anlegst und dann alle Hüter, und da erwähnen sie übrigens nicht, dass Gelly mit an der Stange steht, und das ist nämlich das, warum ich jetzt gerade auf die Szene kam, weil da hätten sie eigentlich schon mit aufzählen müssen, dass Gelly an der Stange steht, weil das müsste eigentlich Thomas auch registriert haben, ne? Oh, Gelly ist einer der Hüter. Ich bin mir gerade nicht sicher, ich überlege gerade, wo die Szene sein könnte, weil ich... Ich habe es leider nicht aufgestellt, aber mir ist aufgefallen, dass sie nicht erwähnt haben, dass er an der Stange steht. Weil ich nämlich auch so dachte, okay, meine Freundin hatte mir gesagt, eigentlich ist Gelly ein Hüter. Das kam mir beim Film nicht so vor, deswegen habe ich im Buch darauf geachtet. Aber an der Stange steht er nicht. Also zumindest erwähnen sie nicht explizit, dass er an der Stange steht. Okay, das ist... Der Grund, warum sie ihn ja rausgeschmissen haben, ist ja, weil eine der ersten und eine der größten und obersten Regeln ist, man greift sich nicht gegenseitig an. Und dadurch, dass er ja Thomas angegriffen hat, hat er gegen diese erste Regel verstoßen. Ja gut, weißt du, aber im Film kann ich das nachvollziehen, weil sie wissen, okay, der ist geswitcht, dem können wir nicht mehr helfen. Aber im Buch wissen sie ja, dass das an dieser Verwandlung liegt und dass die teilweise, und entschuldige bitte, Gelly ist auch übergriffig, der macht's nur nicht selber. Sondern er versucht immer alle reinzutalken, dass die das für ihn quasi machen. Mm. Und ich finde, sie messen da alles immer mit zweierlei Maß. Der eine darf den anderen bedrohen, dass er ihn umbringt, aber die höchste Regel ist, wir bringen niemanden um, wir greifen niemanden an. Aber im nächsten Satz bedrohe ich dich wieder, dass ich dich von der Klippe schmeiße. What? Da ist eine Sache, wo ich mir bei Gelly ganz ehrlich durch das Ende nicht sicher bin, ob er das ist oder ob das Wicked ist. Wir sind noch gar nicht beim Ende. Jetzt greif doch nicht so vor! Ja, das kann ich ja schon mal so andeuten. Das ist so, weil du gerade auf Gellys Verhaltensweise und sowas, da bin ich mir einfach nicht sicher. Ja, weil im Buch diese Manipulation der Gehirne da mit reinkommt, ne? Ja, das ist es halt. Also das, was mir auf jeden Fall beim Film-Buch-Vergleich auch aufgefallen ist, Thomas ist ja im Film so viel proaktiver als im Buch. Im Buch einmal, der eigentlich nur von rechts und links und alle anderen agieren. Und er guckt eigentlich zu, wie alle anderen agieren. Und sagt immer, beantwortet mir die Fragen. Keiner beantwortet ihm Fragen. Und im Film ist er halt so, Action. Ja, im Film ist es halt so, dass seine treibende Kraft ist seine Neugier. Wieso ist das so? Was ist dort? Ich möchte das rausfinden. Und die anderen alle so, oh, nee, ist nicht so wichtig. Wir haben ja voll Party Life auf unserer Lichtung. Wir müssen das nicht alles so genau wissen. Wir machen zwar so Labyrinth. Wir machen so Labyrinth. Labyrintherkundung. Und Thomas, seine Neugier ist im Prinzip das, was ihm immer den letzten Kick gibt, um einen Schritt zu machen. Und dann handelt er. Handelt nach dem, was er halt sieht. Und im Buch ist es eigentlich mehr so fremdbestimmt, dieses ständige, ich will Läufer werden, ich weiß aber gar nicht wieso. Eigentlich will ich mich nur verstecken und keiner gibt mir Antworten. Ich habe voll Bammel, aber ich will Läufer werden, aber ich weiß eigentlich nicht wieso. Aber trotzdem will ich Läufer werden. Darf ich Läufer werden? Und dann rennt er durchs Labyrinth und denkt sich so, jetzt muss ich hier links und dann muss ich da rechts und jetzt muss ich gerade auf. Wobei mir die Szene wesentlich besser gefallen hat mit dieser Ausweichgeschichte im Labyrinth mit dem Griever, ne? Thomas, das fand ich mega. Wo Mino dann dazu kam, also ich meine, klar, im Buch verpisst er sich gleich und sagt so, jeder seine Dings, und du denkst so, what? Warum gehst du? Wie gemein bist denn du? Und dann kommt er aber wieder und hilft ihm, als er tatsächlich diese Chance sieht, oh, der hat etwas gemacht, was tatsächlich Aussicht auf Erfolg hat, und Mino hat die Idee, Spoiler, den Griever die Klippe runterzuschmeißen.
schmeißen. Und das ist im Buch ja, im Film ja überhaupt nicht so, sondern Thomas rennt da rein und klar, Mino verkrümelt sich dann zwischendrin auch, weil er halt Bubble kriegt. Aber den Grieber zu töten, das macht Thomas ja wirklich komplett alleine. Ich meine, im Buch töten sie ihn wahrscheinlich auch nicht, weil er ja in dieses komische Loch da reinfällt, wo sie eh verschwinden. Das ist auch so eine Sache mit dem Grieber töten und nicht töten. Wo Unterschiede sind, finde ich sehr, sehr krass. Ja, es ist aggressiver, actionreicher und blutiger irgendwie im Film als im Buch. Finden die einen toten Griever und dann geht Elbi mit Mino ins Labyrinth, um sich diesen Griever anzusehen und dadurch wird Elbi gestochen. Im Film tötet Thomas den Griever. Und ja, dann gehen die erst danach mit Bratpfanne und Winston rein. Elbi wird ja vorher gestochen. Also Elbi geht ja im Film geht er ja rein, weil sie sehen wollen, was hat Ben gestochen. Weil sie nicht wissen. Die wollten nach Ben gucken. Nee, sie wollten. Doch. Ben wurde gestochen und Elbi ist mit Mino reingegangen, im Film jetzt. Ist mit Mino reingegangen, weil sie wissen wollten, wieso jetzt tagsüber Ben plötzlich als Läufer im Labyrinth gestochen werden konnte. Nee, die wollten nach Ben gucken, ob sie ihn finden. Nee. Das meinten Newt, meinte, die gucken nach Ben. Im Film. Wir sind beim Film. Ja. Nee. Die wollten doch gucken, was ihn gestochen hat. Ja, aber auch. Jetzt sind wir vollkommen unterschiedlicher Meinung. Ja, jetzt aber auch zwei Szenen so einen Moment. Also, meine Erinnerung ist, dass sie im Film nach Ben gucken wollten, ob sie ihn noch finden. Nicht, dass ich wüsste. Sie sind gucken gegangen, warum Ben tagsüber gestochen wurde. Die wollten rausfinden, warum plötzlich Läufer tagsüber gestochen werden. Deswegen sind sie ins Labyrinth. Punkt ist, Ellie, da gab es noch keine toten Griever. Das ist es halt. Da gab es keine toten Griever. Im Film wird dieser tote Griever erst durch Thomas entstanden. Und im Buch rennen sie ins Labyrinth, weil sie einen toten Griever gefunden haben. Aber der ist gar nicht tot. Ja, es gibt also eigentlich im Buch auch keine toten Griever. Wenn man es ganz genau nimmt. Sir Quackalot, das ist aber halt sehr, sehr häufig normal, dass im Film und im Buch das nicht hundertprozentig gleich ist, weil du das nicht einfach hundertprozentig übertragen kannst. Also es ist normal, dass Buch und Filme abweichen. Der Grund ist der, dass du im Buch immer einen Blick in die Person hinein hast. Das heißt, du hast die Motivation der Leute beschrieben. Und das kannst du in Filmen nicht machen. Das heißt, du brauchst Szenen, in denen sie innerhalb von Dialogen dann anfangen, diese inneren Vorgänge aufzuschlüsseln oder in Aktionsszenen das so einzubauen, dass aus der Aktion heraus klar wird, warum eine Person etwas Bestimmtes macht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag bei Maze Runner 1 den Film lieber, weil mir die Leute zu assi sind im Buch mit ihrer mega miesen Laune und ihrem ständigen Rumgetue, weil mir das furchtbar auf die Nerven geht, dass sie keine Fragen beantworten. Und immer nur so, oh, guck selber, fürchte dich und guck selber. Und das geht mir tierisch auf die Nerven im Buch. Deswegen mag ich bei Teil 1 den Film tatsächlich lieber, auch wenn mir Thomas Action Hero da auch ein bisschen auf den Keks geht. Und ich es schön fand, dass im Buch die anderen mehr Eigenaktion durchgeführt haben und nicht einfach nur, Thomas ist jetzt der Mega-Held und alle anderen eiern so quasi so als Nebenfiguren hinterher. Das war im Film halt wesentlich extremer als im Buch. Aber trotzdem, alles zusammengenommen, mag ich persönlich den Film von Maze Runner 1 lieber. Ja, bei mir ist halt wieder dieses Problematische, ich glaube, ich mag beides. Ich habe, nachdem ich das Buch gelesen habe, ich so hart auf die Decke geachtet, weil im Buch war mir das so logisch, als es dann hieß, es wurde das Ende eingeleitet, mal davon abgesehen, dass sie wussten, dass das Ende eingeleitet ist. Also im Buch wissen sie irgendwie mehr. Ja. Von allen. Im Buch wissen sie mehr von allem. Sie haben das Serum, sie haben dies, sie wissen und blub. Ich mag den Mino mag ich im Film furchtbar gerne. Ich finde die beide ganz, ganz toll. Und im Buch mag ich Newt überhaupt nicht, weil er so eingeführt wurde mit dieser Fensterszene und ich das so schrecklich fand, wie er ihn da hingeschleppt hat und gesagt hat, guck da mal raus. Und sie haben ihm vorher ja gar nichts erklärt, was da los ist. Und dann lässt er ihn diesen widerlichen, gruseligen, grauenvollen Griever angucken, wie der da über dieses Fenster schneckt. Und deswegen hat mich diese Szene so in den Griff genommen, weil mir das den Charakter so verranzt hat.
Was ich auch sehr krass fand, was ich sehr unterschiedlich fand, war beispielsweise, dass im Film Gelly die ganze Zeit da ist. Im Film ist Gelly bis zum Schluss da und im Film führt Gelly die Lichter an, die da bleiben. Also im Film ist Gelly bis zum Ende da, im Buch verschwindet Gelly nach der Ra ersten Ratssitzung. Was? Nachdem er da hier sagte, ich kill euch und ihr seid alle Kacke und dann geht er. Und dann sagen einige, ja, er ist ins Labyrinth gerannt. Wo ich mir denke, so, mal davon abgesehen, dass Gelly im Buch vorher schon mal ins Labyrinth gerannt ist und richtig einen Arsch aufgerissen gekriegt hatte dafür. Naja, weiß nicht, ob die ihm wirklich den Arsch dafür aufgerissen haben. Ich finde das auch immer Es so. ist, er wurde eingeknastet dafür. So zweideutig, ne? Irgendwie ist von denen offensichtlich jeder schon mal ins Labyrinth gerannt, aber jeder wird angekackt, wenn er auf die Idee kommt, ins Labyrinth zu rennen. Alles etwas verwirrend. Nee, wie gesagt, im Buch hat er, also im Buch hat er erzählt, dass er halt damals auch eingeknastet wurde, weil er ins Labyrinth gerannt ist einfach. Da wurde er auch für bestraft, weil er das getan Er ist doch hat. infiziert worden und hatte dann die Wandlung. Haben Sie tatsächlich gesagt, dass er danach inhaftiert worden ist? Weil das habe ich dann voll überlesen. Ich glaube, er wurde dafür auch bestraft, weil du sollst ja nicht ins Labyrinth gehen. Aber das kam mir ja gerade so vor, als wäre das nicht so gewesen, weil er immer rumschreit, der Thomas muss bestraft werden, weil er ins Labyrinth gehen will, weil er ins Labyrinth gehen will. Und ich dachte mir in dem Moment Nein, weil immer, er ins Labyrinth gegangen du ist. blöder Socken bist auch ins Labyrinth gegangen und Das ist ja. es halt. Was hast dir dann deine Verwandlung da abgeholt? Aber von Bestrafung oder so habe ich da nicht viel gesehen oder gehört oder. Wie gesagt, wenn ich mich erinnere, wurde er halt auch bestraft. Aber bei Gelly ist es ja auch von Anfang an so, dass er Thomas das erste Mal sieht und sofort sagt, ich kenne dich. Ja. Ich weiß, wer du bist. Ja, Und stimmt. er in sofort in dem Moment, als er ihn gesehen hat, sofort das Misstrauensvotum gepostet hat, im Prinzip gesagt hatte, du bist Kacke. Das ist aber auch verständlicher im Buch erklärt als Ja. im Film. Wobei sie das im Film ja gar nicht so extrem thematisieren, sondern das wirkt da mehr so ein bisschen wie Platzhirschgehabe. Ne? So, du bist jetzt der Neue, also zwiebel ich dich mal durch, damit du genau weißt, dass ich hier der Boss bin, der das Sagen hat. Da wirkt es auch so ein bisschen mehr, als wäre Gally auch mit Albie und Newt so ein bisschen im Zwist um den Kommandoposten. Im Gegensatz jetzt zu der Geschichte im Buch, da ist ja eindeutig klar, nein, er ist mit ihnen nicht im Zwist, sondern die haben es sagen, weil die sind viel gemeiner als er, so nach dem Motto. Nee, das hat mich halt zwischen diesen beiden Sachen sehr irritiert, weil, wie gesagt, im Film ist er bis zum Schluss da, die ganze Zeit. Im Buch verschwindet er. Ja, aber Und es zwar macht verschwindet wenig er so. Sinn. Das ist wieder so eine Handlung, die überhaupt keinen Das Sinn hat mich halt macht. auch mega irritiert, weil die einen sagen, er ist ins Labyrinth gerannt, wo ich mir auch dachte, so, kommt er denn jetzt nochmal wieder? Ja, ich dachte, er macht irgendwas. Ich dachte, er konspiriert da irgendwie im Hintergrund und sammelt seine Mannen, um gegen die anderen vorzugehen. Aber nein, er ist ja einfach nur irgendwie eine Weile weg und dann kommt er irgendwie wieder. Das Das ist halt, er ist ist lost, so, dann leitet Theresa das Ende ein, dann für dieses Ende einleiten wird die Decke abgeschaltet. Das war in dem Moment, das hat dann für mich voll den Sinn ergeben, so von wegen, ja, wir leiten jetzt das Ende ein, zack, Decke tot und alle hängen da so, da ist gar kein Himmel, nutzen. da ist eine Decke. Ja, das ist auch wieder diese Geschichte, dass es im Buch viel deutlicher herauskommt, dass es eine Versuchssituation ist. Was im Film ja nicht so extrem rauskommt. Einfach auch dieses, was machen unsere Ratten jetzt, wenn wir jetzt Ja. das Licht abschalten? Und sie wissen, Nahrung bekommen sie dementsprechend nicht mehr. Es kommen keine Lieferungen mehr hoch. Und die Nahrung, die sie angebaut haben, die wird jetzt kaputt gehen, weil ihr eben kein Sonnenlicht mehr habt, ne? Und das zeigt halt einfach diese Versuchssituation viel deutlicher. Es ist ja auch ein Experiment. Wobei, wie Klingt. gesagt, dieses kosteneffizient ist wahrscheinlich trotzdem eher das Freilandlabyrinth. Nee, das fand ich halt mega krass. Oder halt, was ich auch so lustig fand, es ist dieser Griever-Angriff, beziehungsweise Abby wird gestochen und Ben wurde gestochen und im Film kündigen daraufhin alle Läufer. Und ich fand den Ja, Aufbau der stimmt. Lichtung, und ich fand den Aufbau in der Lichtung im Buch halt so richtig krass, weil du hast beispielsweise dieses Läufergebäude aus Backstein, was du abschließen kannst mit so einem Radgedingse.
Dann hast du den Knast, auch aus Backstein und nicht aus Holzstückchen. Ja, ja. Du hast im Buch diese Hütte. Aber die stehen ja schon, ne? Also bestimmte Sachen stehen ja, also das war ja genau das, ne? Elbi ist mit einer Gruppe hochgekommen und ich als Einzelner auf eine rohe Wiese, wie im genau. Film. Als Einzelner auf eine rohe Wiese, da ist ja, das Läufergebäude ist schon da, der Knast ist im Prinzip schon da, ich nenne es jetzt mal den Fuchsbau, den sie sich dahin bauen, weil so hatte ich das die ganze Zeit im Kopf, dieses klapprige Gebäude, wo sie mal wieder Zimmer angebaut haben, das ist dann für mich so geistig der Fuchsbau gewesen, war halt auch schon da und dann haben die sich halt auch alle in diesem Gebäude versteckt, das ist vor allem im Buch. Der sicherste Plan, der Knast ist im Buch der sicherste Platz. Genau das. Das ist einfach ein kleines Backsteinding mit einem Minifenster ist. Und dann verstecken die sich ja auch alle in der Hütte, wo der erste Grieverangriff kommt, wenn die Tore offen sind. In der Bretterbude. Das Licht aus. In der Bretterbude. Genau. Weißt du, das Licht geht aus. Im Film haben alle Läufer vorher gekündigt. Im Buch der Strom. Alle Läufer engagierter. Ja, die haben Strom. Das ist auch der Unterschied. Die haben, oder was ich halt auch noch viel geiler finde, also wie gesagt, im Film kündigen alle Läufer, im Buch sind alle Läufer engagiert, jetzt erst recht das Ende zu finden und rennen erst recht raus und sind motivierter. Sie haben Strom und was ich viel lustiger finde, und das hat Newt erklärt, die können Bestellungen aufgeben. Ja, ne? Wir können Deutsche ordern. Also sie haben Zettelchen, schmeißen sie dann halt auf dem Rückweg halt in diese Box. Genau. Und haben unter anderem mal versucht, einen Fernseher zu bestellen, weil sie haben ja Strom. Ja. Und da dachte ich mir auch so, dich nervt Newt wegen dieser ersten Szene. Ich mag ihn aufgrund der anderen Szenen einfach, weil dann so, wenn man mal versucht, einen Fernseher aufzubestellen, das hat aber nicht funktioniert. Ja, also das ist cool. Manchmal funktioniert es halt nicht. Das ist genauso wie die Läufer, gehen sogar nachts raus, freiwillig. Ja, dann danach, aber es gibt ja auch keine Nacht mehr. Oder auch dieses, dass die Läufer noch ein zweites Gebäude haben mit einem geheimen Keller. Und in diesem Gebäude in den oberen Teil des Gebäudes findest du Turnschuhe, spezielle Laufunterwäsche, Hosen, dies, das. Die sind übelst ausgestattet. Sie haben sogar Waffen. Büchern. Ja, dass die sind dann unten im Keller schön versteckt. So, hier, such dir mal zwei Messer aus. Hier hast du das. Ja, oder als wie sie drauf sind, möchtest du nicht, dass jeder nachts mit Waffen da rumrennt. Sonst geht's mir tot. Oder als Elmi mit dem Pfeil und Bogen angekommen ist, um da Ben abzuknallen. Und auf einmal dann dachtest du so, oh, jetzt ist er hin. Und dann so, ja, nee, Ben ist nicht hin. Ben hat's überlebt. Wo du ja auch dachtest so, what? Ja. Hätten sie den Fernseher, würden sie nicht mehr laufen, dann würden sie rollen wie ein Griever. Naja, das war ja mehr mit dem Fernseher, dass sie keinen Fernseher gekriegt haben, dass sie halt keine Informationen von der Außenwelt beziehen dürfen, sollen, können, ne? Dieses Fernseherradio. Ich finde es so schade, dass die Party nicht stattgefunden hat im Buch. Im Buch ist es halt wirklich bierernst. Und im Film mussten sie die Szene mit der Party machen, weil dadurch Tom seine Erinnerungen wieder kriegt an seinen Namen. Vor allen Dingen ist es aber auch so, dass du beim Unterschied zwischen Film und Buch, diese Stimmung ist in sich geschlossen, wie sie diese Sachen handhaben. Die Partystimmung ist ja auch genau das, was verständlich macht, wie die Läufer auf die Idee kommen, alle plötzlich einfach zu quitten. Im Buch wäre das vollkommen unlogisch gewesen, dass die Läufer einfach plötzlich alle sagen, okay, nö, wir haben jetzt alle, ja genau, ist mir zu gruselig, mache ich jetzt nicht weiter. Im Film macht es aber Sinn, weil sie haben da ihre Partylichtung und das macht voll Spaß und da haben sie voll ihren Hype, was weiß ich, Alkgedönse. Es wurde halt im Film ernst und da kam es nicht mit zurecht. Und in dem Buch ist es halt ernst. Die ganze Zeit, ja, genau. Ja, es ist halt diese Daueranspannung. Und dieses auch, wir müssen irgendwie einen Ausweg finden und raus. Und im Film hast du eigentlich das Gefühl, die Läufer sind mehr so Deko, weil nach dem Motto, ja, dieses Labyrinth ist halt da, wir gucken es uns halt an, weil es da ist, aber eigentlich geht es uns doch hier gar nicht so schlecht. Also im Film merkt man, also im Buch, finde ich, merkt man diese Ernsthaftigkeit mehr. Und da haben auch irgendwie die Läufer einen wichtigeren Job. Und der Druck. Weißt du, immer dieses, wir werden wie Versuchstiere behandelt und es passieren bestimmte Dinge in bestimmten Intervallen, es infizieren sich bestimmte Leute in bestimmten Intervallen, wir werden beobachtet von diesen Käfern. Du hast halt ständig auch diesen Eindruck von außen,
dass da so ein Versuch läuft. Das hast du im Film ja nicht, sondern du kommst halt auf diese Lichtung, weißt zwar nicht, wer du bist, aber eigentlich geht es der Gruppe da ganz gut und die sind da für sich alleine. Und sie haben ja auch die ganze Zeit Ruhe, bis dann eben Thomas kommt und plötzlich alles nicht mehr so läuft, wie es soll. Genau. Was ich halt auch sehr krass fand, war diese Beschreibung, wenn sie in dieser Hütte sind nachts, wenn die Greever angreifen. Erstmal habe ich mich in der ersten Nacht übelste erschrocken, in Anführungszeichen, weil alle sind panisch, alle hören es knacken, alle hören, wie diese Greever Das war anfangen, gruselig, dieses. ja. Das fand ich richtig krass. Und dann kommt Gelly. Ja, Ja, ich mache jetzt einfach mal natürlich. auf. Und ich denke mir so, was geht denn jetzt bei dir? Ihr vor Und allem das Erste, was taucht er er macht, ist plötzlich so. wieder auf, ne? Ja, und lässt sich erstmal von Grievers necken und mitnehmen. Und denkst dir auch so. Was geht da vor, ja? Was ist nicht richtig mit dir, Junge? Dann war er wirklich weg. Das fand ich aber tatsächlich auch ein bisschen authentischer. Also im Buch, wenn ich es richtig verstanden habe, gehen ja jeden Tag alle Tore auf. Im Film geht ja immer nur Genau. einer auf. Und am Abend dann, wo das Labyrinth geöffnet wird und nicht mehr zugeht, da gehen ja wirklich dann auch alle Tore auf. Alles, ja. Und das ist ja so ein Power-Tempo-Überfall, den die Greaver da machen. Und gar nicht so wie im Buch, dass das so richtig gruselig und Nerventerror und oh mein Gott, und die kriechen da lang und jetzt schnappen sie sich jeden Tag einen von uns oder jede Nacht einen von Was? uns, ne? Wo ich mich dann halt im ersten Moment gefragt hatte, woher weiß Geddy das? Ja. Aber das so ein bisschen die Erinnerung vielleicht, dadurch, dass er diese Verwandlung mitgemacht hat. Da sagt Bärchen gerade was. Und das ist halt das, wo ich bei Elvi das erste Mal so ein bisschen Klick gemacht hatte. So von wegen, was ich im Buch auch gut fand, wenn sie versucht haben, darüber zu sprechen nach der Verwandlung, dass man irgendwas, dass irgendwas sie gezwungen hatte, sich zu würgen. Das war der Genau. Moment, wo ich mir dachte, so, der wird kontrolliert. Ja, das ist dieser Fremdeinfluss, wobei ich noch nicht so ganz verstehe, welchen Nutzen er tatsächlich hat. Also ich kann verstehen, dass sie das im Film alles rausgenommen haben. Erstens komprimiert es die Handlung halt extrem. Und zweitens passieren im Buch wirklich mehrere Sachen, deren Nutzen für ein Popo ist, wie dass sich der Gelly versteckt, dann ist er plötzlich wieder da. Drop-Infos. Ja, und du halt denkst so, pff, das hätte man sich irgendwie auch sparen können. Das Ganze so Kaugummi hat ihn in die Länge gezogen. Ja, das fand ich halt auch sehr krass, dass auf einmal Abby angefangen hat, sich da zu würgen. Man hat Newt voll angemerkt, dass er voll pisst war, als Abby meinte, dass das Newt rausgehen soll, dass er mit Thomas alleine reden soll, will und dann Newt so. Ja. Im Film wird alles geteilt. Hat Infos gleich weitergegeben. Ich habe jetzt hier noch einen längeren Notizabschnitt über die Darstellung der Charaktere, weil die mich voll genervt hat. Das ist nämlich auch einer der Gründe, warum ich das. Ich meine, ja, im Film sind sie auch alle voll normschön, aber im Buch wird das halt auch nochmal so beschrieben, ne? Die Jungs haben halt irgendwie alle irgendeinen Makel. Da wird häufig davon geredet, dass sie irgendwie Knubbelknollennasen haben oder sonst irgendwas. So, und Theresa ist voll engelsschön. Und dann diese sexistischen Sprüche, ne, der sich von einem Mädchen besiegen lässt, die Tussi, darf ich mal ran, weißt du, diese ganzen Bäh-Sprüche so dem Mädel gegenüber. Das fand ich einfach ziemlich daneben und hat mich halt voll genervt. Und ich mir dachte, also Darstellung hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können, vor allem dadurch, dass es ein Jugendbuch ist, suggeriert es halt, ja, das ist die normale Art und Weise, wie Jugendliche halt miteinander umgehen. Und das ist es nicht. Also das kommt immer darauf an, in welchem Klientel man sich auch bewegt. Und das halt immer wieder zu einem normalen Umgang miteinander zu erklären, verbessert halt die gesellschaftliche Situation nicht. Und das hat mich halt mega genervt bei der Charakterbeschreibung. Ich dachte so, hier, sie ist die Fee und die Jungs sind alle, die dürfen alle gerne hässlich sein, aber das Mädchen muss halt voll schön sein. Ich überlege gerade von wann. Oktober 2009. Weil da ist halt der Punkt so von wegen, ja, die Entwicklung. Man muss ja immer noch bedenken, wann sind Bücher rausgekommen. Und in der heutigen Sicht würde man, das halt auch aus diesem Sinne, Autorensicht und so. Heutzutage würdest du versuchen, teilweise einfach ein gewisses Maß an Bildungsauftrag mit in dieses Buch reinzupacken. Aber viele Jugendbücher, die bedienen halt sehr viele Klischees. Und ich finde, es ist halt einfach. Wenn ich an meine Jugend denke, ist es halt ein Klischee, dass Jungs, wenn sie untereinander sind, abfällig über Mädels reden. Ja, aber ich finde es halt schade, dass das immer wieder so. Das Buch ist von 2009, das ist 11 Jahre alt. Das ist Retro und das ist, wenn es danach geht, ist es nicht gut gealtert. Nee.
Das ist dann einfach so. Das ist dann einfach verdammt. Aber es stört mich. Ja, natürlich stört es dich. Das stört mich massiv. Das ist nachvollziehbar. Aber das hätte mich damals als Jugendliche auch schon gestört. Das ist etwas, was mich... Vor 11 Jahren hätte ich darauf nicht geachtet, weil ich mir einfach nur dachte, so von wegen Jungs sind so. Ja, nee, aber das hat mich früher immer schon gestört, dass die Darstellung in dieser Hinsicht so praktiziert wurde. Das war etwas, was ich noch nie wirklich leiden konnte. Deswegen, na, also ich kann das bis zu einem gewissen Teil rausfiltern, wenn ich mir denke, okay, der Rest der Handlung gefällt mir ganz gut, aber das ist wirklich ein Punkt, wo ich mir dachte, oh, ich kann euch nicht leiden. Ihr seid alles so blöd. Seid alles Kackbratzen. Ja, ich mochte die Charaktere im Buch wirklich wenig, weil sie unheimlich viele negative Sachen reproduzieren und von sich geben und dabei unheimlich wenige nette und hilfreiche Charaktereigenschaften präsentieren. Und wenn dann immer unter so einem Deckmantel der, ja, aber eigentlich bin ich trotzdem ein Arsch-Geschichte, ne? Wenn du weißt, was ich meine. Ja. Echt? Hm. Ob man das jetzt als Autorin anders betrachtet, als Leser, weiß ich gar nicht. Ich glaube, man analysiert es konkreter. Weil ich lese Bücher halt aus der Lesersicht, deswegen finde ich deine Argumentation gerade auch sehr interessant, weil ich kann deine Argumentation, was das angeht, sehr gut nachvollziehen. Du sagst, das findest du scheiße, weil das so und so ist, und ich hänge und denke mir so, ja, beim Lesen ist es für mich im Prinzip normal, weil ich weiß, dass die so reagieren, also ist es für mich verständlich. Aber das sehe ich so gar nicht. Problematische Jugendbücher gibt es leider gerade unter OS-Autoren, was sowas angeht, immer wieder. Ja, das ist richtig. Deswegen meine ich ja früher als Jugendliche, wenn ich so Bücher gelesen habe, ohne es aus der Autorinnensicht zu betrachten, hat es mich auch schon gestört. Ich konnte nicht so gut artikulieren, warum und welche Teile genau daran ich schlecht fand und aus welcher Grundproblematik heraus es mich genervt hat. Aber es war früher auch schon so, dass ich mir immer dachte, warum müssen die denn immer solche Arschgeigen sein? Ich konnte halt nur nicht sagen, was stört mich daran jetzt genau. Das kann ich jetzt besser halt formulieren. Aber es ist nicht so, als hätte ich damals gesagt, oh, die Jungs sind halt so. Weil manche Jungs sind so, aber andere halt nicht. Und ich finde das halt blöde, immer nur die Arschgeigenseiten dann quasi so vorzuziehen. Und ich fand das im Buch schon wirklich geballt. Weil du hattest nicht einen einzigen Charakter, der sich irgendwie nett verhalten hat. Jetzt denk mal an, wie heißt der kleine Junge? Chuck, genau. Diese Szene mit Chuck, wo er zu Thomas geht, um ihm mitzuteilen, dass sie Ben aus dem Labyrinth entlassen. Entfernen. Er hat sich daran so ereifert. Er hat ja gelacht, er hat gelächelt. Es hat ihn total fasziniert, dass das jetzt passiert. Und hättest du das im Buch irgendwie aufgearbeitet, dass er einen psychologischen Knacks hat durch die Situation? Hätte ich das irgendwie nachvollziehen können? Aber du hattest in einer Tour wirklich für jeden Charakter, weiß ich wie viele Plotstellen, an denen diese Charaktere so negativ, so unangenehm dargestellt worden sind. Und gerade in dieser Situation, in der sie eigentlich nicht mehr viel wissen, so einen Fokus auf gesellschaftliche Reproduktion von diesen Negativsachen zu legen, das fand ich schon wirklich fragwürdig. Gerade sagen, Bärchen fand Chuck auch echt hart ätzend. Ja, aber die haben ihn auch wirklich hart echt ätzend dargestellt. Das ist ja das, was ich im Buch allgemein so anprangere. Als hätte der Autor sich Mühe gegeben, die Charaktere einfach scheiße zu machen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ergibt das einen höheren Sinn, man weiß es nicht. Ja, diese Szene, wo er Gally beim Duschen erschreckt. Alleine, was soll denn das? Will er, dass Thomas noch mehr auf... Sehr lustig, weil es war Gally. Sie ist lustig, aber sie macht keinen Sinn. Vor allen Dingen tut er niemandem damit einen Gefallen. Also, nö. Keine Ahnung, irgendwie... Oh, Entschuldigung. Was machst du denn da? Ich bin auf den Tisch gewackelt. Dancing. Kamerawackel. Wie gesagt, ich kann es echt nachvollziehen. Ich lese halt wirklich sehr wenig aus Autorensicht, sondern sehr viel versuche ich aus Lesersicht zu lesen. Das ist... Ich habe hier einen interessanten Kommentar geschrieben und weiß selber nicht mehr so genau, was ich damit meinte. Okay, was hast du geschrieben? Das verheißt nichts Gutes, die Anzahl der Flüchtenden zu nennen. Warum habe ich das geschrieben? Weil 42 Leute flüchten und nur 21 überleben. Ach, stimmt. Als sie abhauen, ne? Und alle genau, dann rausgehen und sie... Okay, genau. Jetzt weiß ich wieder. Weil das ist halt auch so, da hattest du mich sogar noch angeschrieben, so von wegen, ja, wegen den Karten und wegen Elvi. Und Elvi, ja, wir müssen uns um die Karten kümmern. Ich gehe da jetzt hin. Und ich denke mir so, was hast du vor? Und kurz danach so, die Karten wurden verbrannt. Ach, Elvi.
Und dann so New Domino. Am Arsch verbrannt, wir haben die versteckt. Und ich denke auch so, ich liebe euch beiden gerade sehr, sehr, sehr dafür. Das war aber, glaube ich, der einzige Moment im Buch, wo ich sagte, oh, ihr habt doch ein Hirn. Sie haben die Karten versteckt. Ist das die Ironie gewesen? Da hatte LBC ja vorher gewarnt, passt auf die Karten auf. Ja, das war irgendwie etwas... Und dann, aber nee, Fremdbestimmung wieder, ne? Er hat die Kartenbattle... Es war der einzige lichte Moment, wo LB noch er selbst war. Danach wurde er gesteuert. Und die Karten hat er verbrannt, weil er gesteuert wurde. Und dann dachte ich, dann wurde er ja niedergeschlagen. Und dann so, ja, die Karten brennen. Okay, das war LB. Dann wurde er niedergeschlagen. Was doch, Gelly? Ja. Weil ich einfach dachte, es muss doch Sinn haben, dass Gelly sich versteckt. Ja. Aber das blieb sinnlos. Er hat sich selber niedergeschlagen. Das wird danach nämlich erklärt. Mhm. Er hat sich selber mit dem Kopf gegen den Tisch geschlagen, damit es aussieht, als wäre es jemand anderes. Und ich hang da so, war es jetzt doch Gelly? Und dann war er so, hä? Ja. Er hat sich selber niedergeschlagen. Also ich dachte auch so, hä? Aber wo wir gerade bei den Karten sind, ne, das ist ja auch etwas, was im Buch wesentlich mehr wieder diesen Laborcharakter zeigt als im Film. Im Film wirkt das alles so, ja, entweder ihr sucht euch halt einen Ausweg oder ihr sucht euch halt keinen. Und dass sie auf irgendwelche Auswegssachen kommen, gerade mit, oh, wir, also jetzt wieder, spoiler ich wieder rum, wir haben den Griever getötet und der Griever hat so einen komischen Sender dabei und mit diesem Sender können wir irgendwie diesen Code entschlüsseln und können da Zugang, das ist alles so zufällig. Ja, und das eventuell... Das ist halt generell, so am Anfang ist es noch relativ ähnlich... mit Buch und Film. Und danach geht es halt so auseinander. Und das mit dem diesen einzelnen Passwörtern, die sie dann halt durch diese ganzen Karten hinweg verteilt finden, das fand ich mega krass. Genau, aber das zeigt doch einfach auch diesen Laborcharakter wieder an. Ja. Weil du tatsächlich eine Chance hast, einer gewissen Struktur zu folgen, gewisse Erkenntnisse zu erlangen und anhand dieser Erkenntnisse gewisse Ergebnisse hervorzubringen. Und das zeigt diese Laborbedingungen. Im Film ist es halt wirklich so, ja, weil unser Action-Hero jetzt da ist, machen wir den Griever jetzt platt und deswegen haben wir dann den Schlüssel und dann kriegen wir das plötzlich auch hin mit dem Rauskommen und so. Das ist halt wirklich alles so auf Thomas ausgelegt. Wenn Thomas nicht ins Labyrinth gekommen wäre, dann hätten sie nie eine Lösung gefunden, so nach dem Motto, wirkt es ein bisschen. Und es wirkt im Film ja auch mehr so nach dem Motto, Thomas hat sich selber entschieden, ins Labyrinth zu gehen, um sie zu retten vor dem bösen Wicked-Volk. Und im Buch ist es ja nicht so, sondern er ist Teil des Experiments, er gehört da dazu, er ist ein weiterer Faktor, der das irgendwie beeinflusst. Und das fand ich halt, das war der Teil, den ich am Buch tatsächlich besser fand als am Film. Ich fand es im Buch halt teilweise auch generell dieses mit den Passwörtern, dieses Rätselraten, was ist jetzt Phase oder so, das fand ich generell sehr spannend, weil da hatte Therese eine nützliche Rolle, weil sie geholfen hat, auch wenn sie von Newt sich dann teilweise immer noch hier Sprüche drücken lassen musste und alles, aber sie haben ja dann diese Passwörter rausgefunden. Und dann stellen sie ja wirklich einen Plan auf, wie wollen sie zu dem Grieverloch kommen, wie wollen sie das und das machen und wer kümmert sich darum, dass die Passwörter eingegeben werden und alles. Und dass sie Chuck mitnehmen, ist ja eigentlich nur der Zufall, weil Thomas nicht möchte, dass Chuck stirbt. Ja. Und was ist? Chuck macht den entscheidenden Punkt. Ja, genau. Das fand ich im Buch auch wirklich super charmant, dass sie so, oh Gott, der letzte Teil fehlt. Na, wie wär's, wenn du auf den Knopf drückst? Start! Das will ich eingeben. Drück auf den Knopf. So dieses. Fand ich aber auch echt charmant, dass er da einen positiven Effekt hat. Was mir halt so leid hat, war, dass dieses ganze Gespacke vorher hat mir das halt so verleidet gehabt, dass im Endeffekt diese kleinen Lichtblicke dann auch nicht mehr wirklich so zum Tragen kommen. Genau dieses Kampfgetümmel auch, was sie da, weil es ist ja viel blutiger und viel krasser, was sie da machen müssen, um an dieses Loch ranzukommen. Ne? Also das ist ja nicht so, wir öffnen die Tür, batsch, so alles happy, sondern dieses wilde Geschlachte mit weiß ich wie vielen Leuten, die dann da alle abnippeln. Das ist schon heavy. Aber dass dieser Aktionismus, ne, auch von Newt und von Mino, die ja wirklich was reißen und die wirklich was machen, das tun sie ja quasi im Film nicht wirklich. Die laufen ja mit ihren Speerchen, damit Thomas sicher irgendwo hinkommt, aber das war es dann auch so. Nee, das ist halt auch
fand ich sehr, sehr krass. Was habe ich hier noch so stehen? Ja, das einzig positive an Chuck, ne? Genau. Sie hoffen ja, dass jede Nacht einer und dann opfert sich Elvi und es war voll für lau. Ja! So was trotzdem, da denken sie auch so, Ja, aber da hat er. Aber? Da habe ich nicht sehr gelitten, weil er halt so blöd war. Fandest du es im Übrigen auch sehr süß, dass ich oben über ja. der Zahl immer mehr. Und je weiter du am Ende gekommen bist, desto labyrinthiger wird das Ding? Ich habe ja gehofft, dass man irgendwie noch so ein Wort oder ein Buchstaben oder irgendwie sowas sieht. Das dachten wir so, das wäre ja cool gewesen. Das hätte mich wahrscheinlich komplett zerstört, wenn du noch gestanden hättest, Wicked ist gut. Oder so. So. Angst. Oh, das mit dem Namen, mit dem Spitznamen fand ich auch sehr krass. Welchen Spitznamen? Erstmal im Film hat Thomas ja diesen Sensor mit der Spitze, mit der Griva-Dings da dran. Und rammt sich das Ding einfach ins Bein. Mhm. Im Buch rennt er ja drei Griva hinterher. Ja. Aber das fand ich ein bisschen overpimped. Over the top? Ja, vor allem, weil er sonst nie irgendwas gemacht hat und dann plötzlich hier so, okay, ich lasse mich jetzt hier voll durchlöchern. Vielleicht sterbe ich jetzt auch, egal, weiter geht's. Und da dachte ich so, aber also, sie haben ja das Serum so oder so da gehabt, das heißt, er hat dann den ganzen Scheiß durchlaufen. Ja, aber sie aber könnten ihn ja auch killen. Ja? Sie könnten ihn ja auch killen. Also ich hätte da ein bisschen Bammel gehabt, dass sie mich zerlegen mit ihrem ganzen Schnetzelwerkzeug. Ja, ich dachte mir auch so, ja, genau, renne eine Kreissäge, passt, macht schon, macht Spaß. Nee, als es dann bei ihm Klick gemacht hatte, von wegen, woher kommen die Spitznamen der Kids? Stimmt. So von wegen, unsere Namen sind nur bescheuerte Spitznamen, die sie sich ausgedacht haben, wie Elby für Albert Einstein, Newt für Isaac Newton und Thomas für Thomas Edison. Ja, Thomas denkt nicht, das ist wohl wahr. Ja, das ist richtig. Aber das fand ich halt beispielsweise. Wobei ich mich dann immer noch gefragt habe, von wegen, wieso heißt der Koch Bratpfanne? Ja, das habe ich auch nicht verstanden, ne? Weil was ist denn das für ein Spitzname, Bratpfanne? Welcher Wissenschaftler heißt so? Vor allem stell dir mal vor, du fährst da den Fahrstuhl hoch, weißt nichts mehr, außer ich heiße Bratpfanne. Das ist auch so. What the fuck? Ja, irgendwie hätte mich das ein klein wenig irritiert. Ah, Siggi, better known as Frypan, ist, ach, Siggi heißt er. Alles klar. Sigmund Freud. Ah, okay. Ja, wir sind schon ziemlich weit. Ich bin jetzt schon fast bei meiner Film, weil ich habe jetzt zuerst den oberen Teil, ist ja Buch-Dings, jetzt bin ich dann, schon fast bei meinem Filmabschnitt, ne? Ja, aber... Ja? Also, wir sind noch angekommen. Die ganzen Laborator-Menschen sind da, machen sich da schön Notizen, während die Kids da auftauchen und die Rutsche runterrutschen. Und dann kommt Ava und Gally. Das fand ich so blöd. Also Ava ist generell blöd, aber... Nein, aber das mit Gally, das habe ich überhaupt nicht gecheckt. Also, das fand ich dann so... Dann hat es bei mir komplett Klick gemacht, weil Gally... da finde ich, hat man es ganz extrem gemerkt, dass er fremdgesteuert wurde. Weil er das nicht wollte. Und er hat gesagt, dass ja, er das nicht wollte. Dass er das nicht will, genau. Und du hast gemerkt, dass er versucht hat, dagegen anzukämpfen, er aber gezwungen wurde, sich zu bewegen und gezwungen wurde, das Messer zu werfen. Aber das hat mich total genervt, weil gerade dadurch, dass sie im Buch das so auf Laborbedingungen ausgerichtet haben, finde ich diese Fremdsteuerungsmechanik blöde. Weil ich mir denke, was sind denn das für realistische Laborbedingungen, in denen du deinen Maulwürfe. In denen du deinen Ratten aber sagst, was sie tun müssen, indem du sie programmierst. Sie schleusen Maulwürfe rein. Ja, die Handlung in eine Richtung drängen, vielleicht, die sie interessanter finden oder mehr Stress provozieren, weil Gally ist ja ein sehr aggressiver Troublemaker. Aber ich fand die Aktion so nutzlos am Ende. Was hat denn das für einen Sinn gehabt? Das war wieder einer dieser Teile, wie Gally versteckt sich und ist plötzlich wieder da, der keinerlei Nutzen tatsächlich für die Handlung gehabt hat. Und den Effekt habe ich nicht gesehen. Wo bitte ist der nutzbringende Effekt, das nutzbringende Ergebnis für diese Forschungsreihe, dass Gally jetzt eben Thomas beschießt und dass sich Chuck da, oh, hupsala, dazwischen wirft. Warum er Thomas umbringen soll, verstehe ich auch nicht. Ja, genau, das verstehe ich nicht. Der einzige Grund, warum ich
Ich weiß nicht, der einzige Grund, warum ich das irgendwie sehen würde, ist die Tatsache, dass Tom mit Gally verprügelt, bis er bewusstlos ist. Das ist der einzige Aber Schutz im auch Moment. das verstehe ich nicht. Was soll das für dieses Experiment bringen? Also es Fürs wirkt für Experiment mich, irgendwie gar nichts. nee, es wirkt für mich total planlos. Und das ist nämlich etwas, was mich sehr gestört hat, weil dadurch, dass diese Elemente vorher so sehr geplant und X führt zu Y und Option A, B, C, dass es so Laborbedingungen hatte, macht das für mich am Ende zu so einer total chaotischen, absolut unverständlichen Aktion, die irgendwie so mehr so psychomäßig läuft, anstatt tatsächlich wirklich interessant zu sein. Und das hat mich voll genervt. Für mich hat diese Sache mit Gally, vielleicht war es Thomas zu viel, nur erinnert er sich noch nicht dran und deswegen wird Gally auf ihn angesetzt. Ich weiß es nicht. Also für mich hat diese Szene, da muss ich ja wirklich sagen, Autorensicht, für mich hat diese Szene nur einen einzigen Grund, und zwar Gally bewusstlos zu kriegen. Das hätte man aber auch anders erreichen können. Hätte man, weil Gally ist verschwunden und der einzige Grund für mich in diesem Moment ist es, Gally in dem Moment kaputt zu schlagen. Ja, also ich fand das voll... Ob die damit, also Blöd. Eigentlich sollte ja Thomas sterben und dann hat sich Chuck dazwischen geschmissen und dann dreht Thomas komplett durch, greift Gally an, verprügelt ihn, man merkte, dass Gally das eigentlich gar nicht wollte. Und dann wird er von, finde ich auch viel zu spät, von Theresa und Newt zurückgezogen. Mhm. Was meinst du mit Protarpoisen? Dass Thomas zu schlau ist? Finde ich nicht. Nee, der ist eigentlich voll die hohle Nuss. Eigentlich sind ja alle ultra extremst intelligent. Ja, angeblich, das fand ich ja auch. Hochintelligent. Mhm. Also da muss ich aber auch leider wieder, ich bin halt ein Newt-Fangirl, ich kann da leider nichts für, muss ich auch leider Newt zitieren. Junge, du bist 16, was soll an dir denn so krass sein, dass du jahrelang bei denen gearbeitet hast? Und dann meinte Thomas nur so, ich bin halt, wir sind halt schon echt schlau, ne? Ja, so dachte ich auch so, nö. Sehr intellektuelle Antwort, mein Lieber. Ja, nee, also das fand ich auch mega unlogisch, diese Begründung, dass sie halt voll die Intelligenzbestien wären und deswegen ist das so. Alter, Poison schreibt ganz die Sätze. Soll sterben bei Prota. Ja, nee, eigentlich soll Thomas ja nicht sterben und sie führen es ja auch nicht zu Ende. Also hätten sie den wirklich tot haben wollen, hätten sie es ja im zweiten Zug dann zu Ende gebracht, anstatt... Oh, jetzt hat sich... Mit einer Armee aufwarten können. Ja, ich finde es halt so unlogisch. Weißt du, wenn sie ihn tot haben wollen, hätten sie es zu Ende bringen müssen. Wenn sie ihn nicht tot haben wollten, wäre das ein ganz schön krasses Risiko gewesen, ne? Nee, keiner von denen hat sich intelligent verhalten. Nein, definitiv nicht. Dann kommt ja die ich nenne es mal liebevoll, die Allianz rein. Ja, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich die im Buch authentischer finde als im Film. Weil im Film kommt ja so eine Armee von Hightech-Söldnern mit voll den krassen Hubschraubern da angerottert. Und da denkst du ja auch gleich, also wenn die so viel Knete haben, das hast du doch als Rebellentruppe, hast du doch nicht so viel Kohle. Also das wäre mir doch gleich verdächtig vorgekommen. Eine Sache, die mir gerade im Film und im Buch einfällt. Im Film haben sie ja das ganze Labor schon gestürmt, alle getötet, Ava lässt da ihr Programm abfahren, bla bla bla. Im Buch ist Ava da und dann stürmen die erst. Und im Film stürmen die, um dann wieder zu stürmen. Ja, das ist auch total unlogisch, ne? Die waren doch schon da. Wieso kommen die denn jetzt wieder? Ja, genau. Und im Kreis gerannt. Vor allem, sie sind im Buch, sind sie halt, ich hab geschrieben, nix Hightech-Söldnern mit Hubschrauber-Gammelsoldaten und ein abgeranzter Bus. Aber ich finde es halt auch krass, im Buch, im Film, wenn dieser Brand wird irgendwie so als eine Art Zombie-Virus dargestellt und im Buch ist es halt so eine Art Mutation oder so, also... Ja, aber im Film hast du doch von dem Brand noch gar nichts gehört im ersten Teil. Also da kriegst du ja noch nicht wirklich was mit von. Stimmt, du siehst es erst am Anfang des zweiten, wenn sie den Hubschrauber verlassen und dann rüberrennen. Dann werden sie angegriffen. Im ersten Teil hast du davon. Im Buch haben sie es mehrfach erklärt. Ne? Im Buch ging es ja... Da wird es generell erklärt. Im Film geht es überhaupt nicht um das, was außerhalb des Labyrinths ist. Es geht nur darum, rauszukommen, aber sie machen sich nie Gedanken, warum sind sie da drin, was genau könnte denn in der Außenwelt passiert sein. Und im Buch geht es durchaus zwischendrin darum, dass draußen etwas Schreckliches passiert ist und sie erwähnen den Brand tatsächlich auch mehrfach. Das machen sie ja im Film gar nicht. Elbi erzählt es unter anderem, dass der Brand, also die Lichter, die sich an was erinnern durch die Infektion, erwähnen es.
Ende Buch 1 ist so teilweise Anfang von Teil 2. Finde ich nicht. Ich finde nur, sie haben ein paar Informationen reingebracht, aber eigentlich endet beides ja ziemlich gleich. Nein, beim einen hüpft sie rein und wischt sich den Dreck vom Gesicht und sagt so, wie machen wir mit dem Versuch jetzt weiter? Und im Buch endet es damit, dass man diese E-Mail lesen kann von ihr. Also man sieht sie ja halt nicht direkt. Ja, aber die Kinder sind woanders. Im Buch sind die Kinder schon in... Nicht im Bus, die sind in der Organisation, wo sie danach landen. Sind Frisch schon? geduscht, jeder hat sein Zimmer, Theresa kriegt ein Extrazimmer. Ich glaube, da habe ich schon gar nicht mehr aufgepasst. Die Jungs haben Hochbetten, haben okay. frisches Essen gekriegt, haben frische Kleidung gekriegt. Thomas kommuniziert per Telepathie mit Theresa noch mal kurz, bevor sie schlafen gehen. Oh, stimmt. Der Film endet damit, dass sie im Heli sitzen. Ja, stimmt. Das Deswegen stimmt. meinte ich gerade, das Ende vom Buch 1 ist Anfang von Film 2. Das ist wahr. Ich kann gerade sagen, da sind wir wieder bei dem Thema, wo sich Elena auskennt. Zombie-Viren. Ja, was glaubst du, warum wir eine Dystopie-Reise machen? Elena ist eine dystopische Autorin. Ich das liebe Dystopien. Also. Da merkst du schon so, dass das Ende hast du schon gar nicht mehr so richtig realisiert, sondern warst einfach nur so, ja, ist vorbei. Ja, das war irgendwie auch für mich nicht so relevant, dass sie jetzt schon in ihren Betten liegen. Ich fand das mit der E-Mail sehr spannend und dann habe ich den Film nicht mehr so ganz im Kopf. Sah man tatsächlich schon am Ende von Film 1, dass sie noch am Leben ist oder sah man das dann erst in Film 2? Und dachte mir dann am auch, Ende des ersten. Ja, dachte mir dann auch beim Film am Ende, dachte ich auch, oh cool, alles klar. Also hat man das tatsächlich auch gesehen. Genau, Film. Also das Erste, was mir aufgefallen ist, ich habe diese ganze Fahrstuhlnummer und so, die habe ich dann nicht mehr kommentiert, weil das habe ich ja beim Buch schon ausreichend, was mir beim Fahrstuhl so alles aufgefallen ist. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass Thomas im Film echt wenig Fragen stellt. Ich meine, zum einen muss er es auch nicht, weil er kriegt halt unheimlich viel erklärt. Aber du hast hier so die Unterhaltung Elby und Thomas, ja? Und Elby verkündet halt... bei der Verwandlung, das passiert halt, wenn man gestochen wird. Ende der Unterhaltung. Und ich hätte ja an Thomas Stelle mal gefragt, gestochen von was? Weißt du? Ja. Er sagt einfach nur gestochen und Thomas nimmt die Erklärung so hin und ja, egal. Im Buch hast du ja tatsächlich diese kleinen Käferchen, die da rumrennen. Du kannst die Grieber durch die Fenster angucken, siehst sie also direkt schon. Im Film haben die ja keine Ahnung, was da rumkreucht und fleucht. Und Thomas hat davon ja auch noch nichts gesehen, ne? Also fand ich das voll unlogisch, dass er einfach so verkündet, okay, ja, Terrormücken oder so. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Oh, ich finde ja Terrorwespen schon schlimm, aber stell dir mal Terrormücken vor. Und das hat mich halt im Film total verwirrt, dass er halt zumindest den Teil an Fragen, den er stellen könnte, den stellt er überhaupt nicht. Die logischen. Ja, im Buch sind Antworten total out of order und im Film Fragen. Und damit, ne? Dreht sich der Kreis. So, die Party auf der Lichtung, darüber haben wir schon gesprochen, dass die Stimmung ganz anders ist im Film als im Buch. Ich fand die Party aber auf der Lichtung sehr lustig. Auch weil halt dieses... Die Party auf der Lichtung kam mir so ein bisschen vor wie dieses Highschool-Pausenraum. Also Highschool-Pausenhalle. Thomas ist der Neue. Newt ist der sich ihm annimmt. Mhm. Wie gesagt, ich mag Newt. Es ist einfach Fakt. Ich mag den Schauspieler und ich mag den Charakter. So. Ja, im Film. Und dieses, mag ich den auch. Ich mag ihn in beiden. Und die beiden sitzen erst abseits und quatschen und dann sagt Newt, ist dein erster Abend, ich führe dich mal rum. Mhm. Und dann zeigt ihm halt Newt diese Gruppen, das sind die Schlitzer, also die Leute, ja. die das Fleisch machen so, das sind die Läufer, das sind die Sunnies und begrüßt die beiden Sunnies und so, die kümmern sich darum, dass die Schlitzer wieder zusammengefügt werden, weißt du, erklärt ihm halt so diese ganzen ja. Gruppierungen, die du halt im Buch nach und nach gezeigt kriegst, weil Thomas ja eigentlich im Buch in jeden dieser 11 Bereiche einmal reinschnuppern soll, um zu gucken, was für ihn als Job denn in Frage kommt. Ich finde halt diese Szene von dieser Party etwas sehr Wichtiges, weil du im Film siehst, dass sie halt auch gute Momente miteinander teilen. Im Buch hast du das Gefühl, die teilen nur Scheiß miteinander und haben eigentlich keine guten Momente. Und das finde ich für eine Gruppierung ziemlich unlogisch.
weil du brauchst eine bestimmte Struktur, eine bestimmte Gruppendynamik, um das hinzubekommen, dass es funktioniert und man sich halt nicht psychedelisch zwischendrin umniedelt gegenseitig. Und gerade dieses Hast du nicht? Teilen, ja doch, dieses Teilen dieser guten Momente, wie Thomas erinnert sich an seinen Namen und sie feiern einfach das, auch Gelly feiert mit, dass er sich in dem Moment an seinen Namen erinnert. Und das ist so ein. Ich habe das allererste, was ich aufgeschrieben habe bei dem anderen Teil, so, Gelly ist netter. Ja, definitiv. Und einfach, du verstehst auch, warum sie Gelly in der Gruppe akzeptieren. Nicht nur nach dem Motto, der ist halt mit auf der Lichtung, also müssen wir irgendwie mit dem klarkommen, sondern auch, warum jeder seine Position hat. Warum Ja, sollte davon denn ab. Gelly ein Hüter sein, wenn er immer nur so ein. Arschloch ist. Ja. Mal davon abgesehen, braut Gelly den Alkohol. Ja, genau, das auch. Der braucht den Alkohol. Und wenn er so, was ist das eigentlich? Oh, keine Ahnung, ist Gellys Geheimrezept. Kipp! Ja, Und ich sie auf. ich verstehe halt nicht, wie im Buch diese Daueranfeindung über 2 Jahre lang funktioniert haben soll, ohne dass bei denen ein Bürgerkrieg ausgebrochen wäre. Weil das ist doch eigentlich das Normale, wenn du verschiedene Fraktionen hast, die gegeneinander arbeiten, dass die sich irgendwann aneinander aufreiben. Das ist in so einer Gruppendynamik eigentlich relativ häufig. Und wenn du dann auch noch so eine angespannte Situation hast wie im Buch, verstehe Ich ich nicht, wie es nie glaube, dazu kam. ich glaube, Gelly ist im Vorfeld weniger problematisch. Das ist der Punkt. Gelly wird erst richtig krass problematisch, habe ich das Gefühl, dass wenn Thomas auftaucht, weil er von Anfang an weiß, dass er ihn gesehen hat, er weiß, dass er ihn irgendwo Kriegt erkennt man aber und er ist nicht von mit. Anfang an. Ja, natürlich kriegt man das nicht mit. Und sich das so selber zu denken, finde ich da ein bisschen blöde. Deswegen finde ich das im Film ganz angenehm, dass du von ihm zumindest auch irgendwie was Positives siehst und nicht immer nur diese Meckerei. Im Prinzip hat im Film sagt er ja auch ganz klar, dass er Thomas gerade den Arsch gerettet hatte, als er ihm von dem Eingang des Labyrinths, schon, ich versuche das Buch gerade wegzuräumen, vom Eingang des Labyrinths weggeschubst hatte, weil ja kurz danach das Tor zugeht. Wo er dann auch nur noch im Buch, im Film auf einmal nur noch meint, so, ich habe dir gerade das Leben gerettet, sei mir dankbar. Ja, aber er hat ihn so umgerammt. Also Das. ich weiß, ich fand es, ich habe dir gerade das Leben gerettet, der hat ihn einfach so voll brutal umgetackelt. Ich saß dann, ich habe davon das Interview und die Blooper-Szene dann davon gesehen und ich musste so einfach hart lachen, weil der Schauspieler von Gelly voll meinte so, ich finde die Szene voll gut, die wirkt, als wäre ich mega krass stark und dabei war der Thomas-Schauspieler an so einem Gummiband beschäftigt und der hat nur so gemacht und zoom. Und er hat da voll was gehabt, so ein Spaß beiseite. Bens Verwandlung finde ich tatsächlich im Buch besser gemacht als im Film. Weil Ja. im Film, weißt du siehst Ben so reinlaufen mit Mino zusammen, siehst ihn irgendwie so kurz als Läufer, nimmst ihn eventuell, wenn du den Film das erste Mal guckst, überhaupt nicht wahr. Und dann Das ist es. kommt da plötzlich so mitten im Wald, blutunterlaufene Augen, irgend so ein Stich mit weiß ich was für Adern. Ich bring dich um, ich mach dich kalt. Und du hast auch keine Erklärung, dass Leute, die durch die Verwandlung gehen, irgendwelche Vergangenheitssachen sehen oder so. Das wird ja auch nicht erklärt, sondern einfach, ich kenne dich, du bist das Übel, ich bring dich jetzt um. Ja, Also aber ist. das liegt daran, dass die Verwandlung ja nicht so wirklich Genau, das ist nicht thematisiert Thema. wird. Das finde ich tatsächlich, haben sie im Buch wesentlich besser gemacht und ich finde, da haben sie im Film ein bisschen zu viel rausgenommen. Das hat mich aber halt beispielsweise im Buch auch so mega irritiert, weil im Film nach dem Lesen mega irritiert, weil sie rennen ja dran vorbei und dann so, ja, hey Ben. Und ich gucke, Ja, wie Moment, Ben. warum läufst du? Baumeister, was machst du da? Ja. Das war mir beim ersten Mal gucken auch nicht ganz so klar. Ja, aber da ist halt eine Sache, da, das ist in die Szene mit Ben ist aber halt der Schlüsselmoment, damit die anderen sehen, dass Thomas rennen kann. Ja. Im Buch ist dieser Schlüsselmoment ja eigentlich, glaube ich, wirklich, wenn er mit Mino im Labyrinth ist, weil Mino dann halt für ihn einsteht und sagt, Alter, der Junge hat's Ja. drauf, der ist flott und kann flitzen und hast du nicht gesehen. Ich will den. Ja. Und da kriegst du das halt mit, dass weil er ja dann vor Ben wegrennt und Ben ist Läufer und da merkst du halt, wie flott er ist. Ja. Und ich finde es halt auch so krass, im Buch wird Ben ja abgeschossen mit Pfeil und Bogen und im Film macht einfach Newt Pümpf. Ja, Mitten in der Schaufel. niedergeschlagen. Also ich fand ich fand das sehr souverän. Er sieht das, nimmt die Schaufel, Pümpf. Naja, vor allen Dingen hast du im Buch, ist es ja Ben, der da irgendwie abgehauen ist von seinem Krankenlager und nur Abby geht irgendwie hinterher. Allen anderen ist es offensichtlich scheißegal.
Wir haben das gar nicht, glaube ich, mitgekriegt, weil Ben ist ja durchs Fenster gestiftet. Und im Film hast du ja tatsächlich, dass Thomas da um Hilfe brüllt und die haben ja auch diesen Friedhof nicht im Film. Da liegen nur irgendwo so ein paar Knochen rum, aber diesen richtig eingerichteten Friedhof mit richtigen Grabstätten und so, das haben sie ja nicht wirklich. George, Ja, das ist da, der Name, der auf dem Grabstein. aber nur Ja, George. das hat aber wohl noch eine Relevanz. Das war in diesem Faktenvideo, aber da darf ich nicht mehr sagen, bis jetzt. Ich Nein, freue das mich in ein darfst paar du noch nicht. Monaten. Okay. Wir werden es sehen. Das war doch dieser Zweigeteilte, ne? Na, sie hatten doch, im Buch hatten sie beim Friedhof doch eine Leiche, wo sie so eine Glasplatte hatten, damit man Genau. diesen Zweigeteilten sieht, dass Genau, das nicht weil man hier. funktioniert, dass man in diesen Schacht hüpft. Genau, weil es dann Ching macht. Genau, das war der Zweigeteilte im Buch. Wollte ich gerade wissen, Genau. ist George der Zweigeteilte? Genau. Und im Film kommt dieses Wicked ist gut von den Ärzten. Thomas hat ja immer im Traum dieses Wicked ist gut, Wicked ist gut. Das sagt ja immer, wie heißt die Ärztin? Ava, aber das Ava. hat Theresa auch am Arm. Ja, aber das hat sie selber sich draufgeschrieben im Buch. Sie hat sich draufgeschrieben, Angst ist gut. Wo wir wieder bei diesem dummen Namen Angst wären, der voll blöd ist. Aber das hat sie sich selber aufgeschrieben, um nicht zu vergessen, dass das etwas Positives ist. Und im Film ist das immer so eine Suggestion, die Thomas immer in seinem Traum hat, muss ja aber auch, weil sie haben ja keine Telepathie, ne? Dementsprechend fehlen ja irgendwie diese geistigen Momente. Du redest gerade von Thomas und das fehlen ihm geistige Moment. Das ist sehr schön. Und du hast im Film das Gefühl, dass die Gruppe total klein ist. Also im Buch wird ja immer davon geredet, wie viele das sind. Und im Film haben sie notwendigerweise die Gruppe sehr reduziert. Also es gehen ja auch nicht so eine Tonne an Leuten später dann mit ins Labyrinth, sondern nur eine ganz bestimmte Gruppe, Ja. weil du halt spezifische Rollenfiguren haben musst, wo die Leute beim Film gucken, die Übersicht behalten. Es kommt aber auch immer drauf an, so die erste Szene mit Theresa, da sind es halt echt viele. Aber in den späteren Verläufen siehst du halt irgendwie gefühlt nur ein Dutzend. Genau. Unter anderem halt die wichtigsten, halt Abby, Gally, Newt und Co. Es bleibt zwar auch im Buch eine Gruppe da, aber wenn du bedenkst, dass innerhalb von diesen 2 Jahren, das ist dieser Rechenfehler, den ich im Buch so krass fand. Es sind 42 oder 41 Leute, 41 Lichter gehen mit. Sie sind seit 2 Jahren da. Das heißt, es müssten eigentlich so 24 sein. Plus die Gruppe, die am Anfang da waren. Aber 42 Lichter gehen mit zum Eingang der Höhle. Ja. Das ist halt, das war dieser Rechenfehler, wo ich da hang. Hä? Und dann wurde erklärt so, ja, am Anfang waren halt nicht nur einer hier, sondern am Anfang wurde eine Eine ganze ganze Gruppe auf Gruppe. die Lichtung geschmissen. Wo Und ich du mir weißt dachte, nicht, wie viele gestorben sind immer zwischendrin, ne? genau. Und das war dann dieser Moment, wo ich mir dachte so, jetzt ergibt das Sinn, weil gerade hieß es so von wegen, es sind irgendwie nur sie seid seit 2 Jahren hier in den Büchern, in dem Film sind es ja 3, und jeden Monat kommt einer. Das passt mathematisch nicht. Dann dieses, es wurde am Anfang eine Gruppe auf die Lichtung gepackt, dann war so, Ja. okay, jetzt funktioniert Mathe weil Summe X an Menschen war im Vorfeld da. Genau. Also dann funktioniert das wieder. Es war aber trotzdem so. Kommt halt drauf an, wie viele Leute du am Anfang mit auf die Lichtung geschmissen hast. Was lachst du? Wer lacht? Du hast gerade geschmunzelt, ich habe das gesehen. Ja, weil ich meinen Kommentar gerade gelesen habe und mir so überlegt habe, sage ich das jetzt oder sage ich das jetzt nicht, weil es hat eigentlich nichts Vergleichendes mit dem Buch zu tun, nur Ist doch egal. was mir an Filmen halt immer so gut gefällt. Wenn Thomas mit Mino und Albie halt im Labyrinth ist und dann diese Grieva-Tötungsszene kommt, das ist ja etwas, was du im Buch unheimlich schlecht machen kannst. So Effekt, optische und geräuschtechnische Cliffhanger. Und ich mag diesen Moment so wahnsinnig gerne, wenn sie diesen Grieva töten, weil dann plötzlich macht es so Pomm und es ist dunkel und du siehst nichts mehr und du weißt gar nicht, haben sie das jetzt überlebt? Haben sie das jetzt überhaupt geschafft? Und als nächstes hörst du dieses Geräusch von diesem sich öffnenden Tor. Und dann siehst du sie. Und das Ja, hat mir deswegen. im Film so gut gefallen. Ich fand das ganz, ganz großartig. Wegen der einen Sache, wo wir uns vorhin nicht so sicher waren, ich habe es hier sogar stehen. Was denn? Albie und Mino gehen ins Labyrinth, um nach Ben zu sehen. Alle Lichter warten auf die Rückkehr. Ich habe es hier sogar stehen. Das habe ich im Film nicht so rausgehört. Weil am Ende, das ist, wenn die
Thomas ist dann mit Newt, der Gartenarbeit macht, und dann geht das Tor auf. Das macht ja noch viel weniger Sinn. Erst schmeißen sie Ben raus und dann gehen sie nach ihm suchen. Hä? Das ist halt, aber ich hab's hier schwarz auf weiß stehen, weil ich habe mir diese. Das ist meine Filmnotiz. Die habe ich mir extra während des Films so ankreiden. Bitte. Das ist, weswegen ich diesen Moment aber so wichtig finde, auch wo sie zurückkommen aus dem Labyrinth, nachdem sie die Nacht da verbracht haben. Ne? Mhm. Im Buch kommen ihnen die anderen entgegen als Gruppe. Das heißt, sie verletzen als große Gruppe ihre eigene Regel, weswegen sie später den Thomas dann ständig bestrafen wollen. Ne? Kommen als Pulk rein, um nach ihnen zu gucken und meckern dann aber die ganze Zeit, dass Thomas halt reingegangen ist, um sie zu retten. Ich denke, das habe ich beispielsweise gar nicht im Kopf gehabt. Das fiel mir halt extrem auf, weil im Film warten sie tatsächlich alle brav vor dem Tor. Also da kommt niemand rein und guckt. Die magische Grenze. Genau, aber im Buch kommen sie als ganz Truppe reingerannt, um sie jetzt da voll Phaeto-mäßig irgendwie zu retten. Und ich denke mir, hallo, jetzt könnt ihr nicht mehr davon reden, dass das illegal ist. Und danach kommt dann diese Mega-Versammlung, wo sich Gally voll aufpudelt, dass Thomas ins Labyrinth gegangen ist. Ja, sie sind aber alle ins Labyrinth gegangen, um nach ihnen zu gucken dann. Ja, das ist mir so gar nicht aufgefallen, ganz ehrlich. Aber das ist halt so, während dieser Versammlung kommt dann halt auch die Box erst hoch. Aber du überleg mal, im Film, Thomas ist aufgetaucht, Thomas hat den ersten Tag überstanden. Thomas ist mit Elby unterwegs gewesen am ersten Tag. Am zweiten Tag ist er nochmal mit Elby unterwegs gewesen, weil am ersten Tag erklärt Elby ihm alles. Am zweiten Tag zeigt Elby ihm diese Wand mit den ganzen Namen drin. Und wenn ihr mir so gesteht, so von wegen, dann ersten Tag ist der Feier. Dann Elby zeigt ihm die Wand. Ben ist ein Läufer. Dann wird Thomas mit der Schaufel da. Also nicht Thomas wird geschlagen, sondern Ben wird geschlagen. Ich wollte gerade sagen, hey. Alle sind voll nett und so. Dann wird Ben verbannt. Und dann gehen Mino und am nächsten Tag gehen Ben und Mino und Elby ins Labyrinth, um nach Ben zu suchen. Das betont sie jetzt auch noch so. Und dann haben sie diese Nacht im Labyrinth, ne, wo dann der Griefer getötet ist. Dann ist die Versammlung, wo Gally ja so aufmuckt, und dann kommt erst Theresa hoch. Ja. Und ich mir auch dachte, woher war so, also macht das irgendwie flotter. Macht aber Sinn, weil Theresa ja mit dieser Telepathie dem Thomas schon sagen kann, ich leite jetzt das Ende ein, ne? Und das kann sie ja aber im Film nicht. Und sie erinnert sich ja genauso wenig wie alle anderen und hat überhaupt keine Idee. Deswegen, in dem Moment, wo Theresa hochkommt, ist klar, jetzt wird das Ende eingeleitet. Ja, das ist halt im Prinzip da dieser Schlüsselmoment. Ja, diesen Vorlauf müssen sie sich dann halt da komplett sparen und deswegen kommt sie halt einfach erst ein bisschen später. Wobei ich ihr Erscheinen und auch diese ganze Einführung von ihr wesentlich positiver wahrgenommen habe als im Buch, weil erstmal kamen diese dummen sexistischen Sprüche überhaupt nicht und dann fand ich es halt lustig, dass sie sich da auf ihren Turm mit ihrer Machete begeben hat und sie alle abgeschossen hat. Das fand ich extrem genial. Ach ja. Ich, wie gesagt, ich, wenn ich die Szenen sehe, dann habe ich immer noch meine Highlights. Wie Gally, der da laut schreiend unten ist und sie anmeckert und sagt, sie soll runterkommen. Und das Erste, was passiert ist, dass Gally irgendein Stein voll in den Schädel abkriegt. Und ich einfach nur lachend auf dem Stuhl habe. Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen. Genau, Versammlungen sind im Film für alle da. Das haben wir vorhin aber schon mal angesprochen, ne, was besser zur Gesellschaftsstruktur passt. Kein offensichtliches Einleiten des Endes, braucht es aber halt auch nicht, weil sie das eh sehr proaktiv auf Thomas umgelagert haben, ne? Ja. Läufer haben gekündigt, das haben wir auch schon. Ja, das habe ich auch geschrieben. Läufer haben gekündigt. Im Buch arbeiten sie motiviert weiter. Das passt zwar zur allgemeinen Stimmung, dass sie auf einer Partylichtung leben, aber hat keiner von ihnen Interesse an einem Ausgang? Wozu waren sie dann überhaupt Läufer? Das habe ich mir halt hingeschrieben. Weil ich das schon so ein bisschen, das ist wirklich, die Läufer sein ist da irgendwie mehr so ein Prestige-Job und hat nicht wirklich einen Sinn. Da gibt es eine Sache, wo ich sehr, sehr lachen musste. Im Buch wird ja beschrieben, dass die Ranken nicht nach unten gehen und sie deswegen nicht auf das Labyrinth draufklettern können. Mhm. Das wird im Buch so beschrieben. Und dann hast du den Film, wo die Ranken einfach komplett die ganze Wand runtergehen von wegen so. Ja, warum seid ihr nicht einfach hochgeklettert? Ja, die Ranken gehen nicht nach unten, dann siehst du dieses Bild, wo die Ranken nach unten alles verwachsen. I see. Genau, dann habe ich mir aufgeschrieben, die Regeln brechen im Film sehr schnell auf, aber die Entwicklungen sind auch schneller und heftiger. Also da geht es ja wirklich sehr von 0 auf 100, ne?
Ja, ich hatte jetzt gerade noch, ist mir eine Szene eingefallen aus dem Buch, wo diese Versammlungsszene, wo Mino dann laut geworden ist und Gelly einfach, weil Gelly auf ihn zugeht und Mino knallt ihm einfach nur die Hand ins Gesicht, Gelly kippt nach hinten, Mino drückt den Fuß auf ihn und droht ihm halt ganz offen ins Gesicht. So von wegen, dass er den Scheiß lassen soll. Er war mit dem Jungen im Labyrinth, er hat mitbekommen, was Phase ist. Und Gelly soll mal gefälligst die Fresse halten, wohin dann erstmal die anderen von Mino runterziehen sollen. Mino, der eigentlich immer so, mein Ja. Lieblingszitat von Mino ist immer noch so, läuft, Schwester. Oder irgendwie, dass ich habe das so hart gefeiert, weil immer so, alles klar, Bruder, sagt er ja immer gerne, so, yo, Bruder. Und dann da sagt er das eine Mal zu Theresa, yo, Schwester. Und ich denke so, alles klar. Läuft. Das fand ich schön. Also Mino ist eigentlich Mino immer total der ruhige und entspannte Charakter, außer in diesem Moment, wo er Gelly richtig aggressiv angreift. Ja, sonst ist er mehr so der Gechillte, ne? Ja, aber dann drückt er ihm, also da hat diese innere Anspannung, die er durch diese Nacht da erlebt hat, das Ja. knallt dann voll raus, weil Gelly immer wieder sagt, das ist nicht wahr, das ist eine Lüge und dann Aber so. es ist auch das einzige Mal, dass ich tatsächlich das Austilten eines Charakters verstanden habe im Buch. Die anderen Male war das so Ja. mega unmotiviert und ich mir dachte, ja, wo kommt Ja. das denn jetzt her? Ja gut, ich kann Newts auseinander, ich kann Newts leichten Eskalationen bei der Versammlung im Buch auch sehr verstehen, weil Gelly die ganze Zeit reinredet und einen auf Macker macht Ja, er und strampelt so ein bisschen, ne? er will halt die ganze Zeit, ja, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig und Newt halt sagt, Alter, ich bin der Stellvertretende hier, ich habe hier das Sagen, halt deine verdammte Aber Kackfresse. das müssen sie im Buch ja auch machen, ne? Weil sie ihre Struktur ja nicht auf Vertrauen und gegenseitige Unterstützung aufgebaut haben im Buch, sondern auf wir kacken uns gegenseitig an und wer am besten Ja, kacken kann, genau. der ist der Boss. Generell auf eine Hierarchie. Ja. Diese Hierarchiestruktur muss halt bestehen bleiben. Gelly ist halt die ganze Zeit am Ausrotten und am Ausbüchsen und der braucht da dein. Der braucht einen Flach in die Fresse. So wirklich. Auch schön. Theresa wacht auf und terrorisiert alle. Ja, genau, das war super. Genau, die Namen, dass das nicht zur Sprache kam, das hat mich halt auch. Ich meine, der Chuck thematisiert das ja einmal mit dieser Figur, die er in der Hand hat im Film, ne, und die er Thomas dann gibt. Der ist aber der Einzige, der jemals das irgendwie thematisiert, ne? Das ist auch wie diese Partylichtungsgeschichte, wo wir sind auf so einem Schulcampingausflug-mäßige Nummer, dass sich die anderen nicht so wirklich Gedanken darüber machen. Was ist eigentlich mit meinen Eltern? Bin ich ein Waisenkind? Was ist da Zumindest wird es nicht los, ne? erwähnt. Nee, Chuck Chuck ist ja ist der eh so, der weiß. Einzige. Der das irgendwie thematisiert mit seinem Figürchen da, ne? Gellys Misstrauen, seine Argumente sind nachvollziehbarer im Film. Ja. Er will nicht aus dem Labyrinth raus. Man merkt Gelly an, dass er Angst hat. Ja, und vor allem, wenn es die ganze Zeit ja so eine Partylichtung ist und es ihnen gut ging auf dieser Partylichtung, ne, dann ist das doch super. Und dass er das dann als etabliertes System wahrnimmt, das erhalten bleiben soll und dass Thomas der Störenfried ist, der jetzt die Probleme reinbringt, finde ich Ja. viel nachvollziehbarer als dieses Kuddelmuddel da im Buch. Die Neppdeppen, genau. Und Thomas' Sympathie für Chuck finde ich im Buch auch, im Film auch wesentlich nachvollziehbarer als im Buch. Das ist ja Genau, so im ein Buch. Switch, ne? Der nervt mich, die Kröte, die nervt mich, der nervt mich und dann, oh, ich mag, der hab dich voll lieb. Das ist auch eine Sache, die Bärchen gerade sagt. Im Buch ist es vor allem Elby, der nicht raus will, weil Elby sich an den Brand erinnert und Elby will nicht zurück, weil Elby sagt auch ganz klar, da draußen ist nichts. Ja. Es existiert keine Welt. Es ist alles kaputt. Ich will nicht raus. Deswegen opfert er sich ja auch, weil er nicht raus möchte. Ja. Er will nicht in diese Welt zurück, an die er sich da leider erinnert. Kommentar, Thomas dreht sich echt viel um beim Laufen. Ich habe da eine, ich habe da so, ich habe so viel Immer Wut. wenn er flüchtet, weißt du, Mino schreit ihm noch um, schreit noch ihm so zu, dreh dich nicht um, dreh dich nicht um. Und Thomas dreht sich ununterbrochen um, während er sich von diesem Reaver flüchtet. Und ich denke mir also, dass du nicht auf die Schnute geflogen bist, ist echt ein Wunder. Gally, is said that to be named after Galileo Galilei. Ja, das passt. Galileo. Ja, Poison ist schon wieder im Wiki. Poison im Fakten, parallelen Wiki. Fakten. Gelly übernimmt die Kontrolle. Ja. Ja. Gelly lässt sie ziehen. Das ist auch richtig. Er lässt sie ja dann eigentlich. Geht. Ja, und hier Lässt habe sie ich auch nochmal nur. geschrieben, Gelly ist seit 3 Jahren da, die Zeitspannen unterscheiden sich. Und das ist halt auch nochmal ein Zeichen im Buch, dass es mehr auf Experimentparameter ausgelegt ist, als auf der Dichtung, wo alles mehr so zufällig gucken wir mal, wie lange ihr da mitmacht, ne?
Im Buch wird es ja auch erklärt, so von wegen, dass sie im Prinzip ihren Eltern weggenommen wurden, dass sie eine Zeit lang in einer Genau. relativ normalen Schule gelebt haben und ein relativ normales Leben hatten, bis die Firma das Geld zusammen hatte, um dieses Labyrinth zu bauen. Genau, dieses Geld, aber kein Wunder, ne, wenn sie so eine Megakuppel mit Sunlight-Effekten bauen, brauchen die halt eine ganze Menge mehr Knete. Vor allem hier das Labyrinth, was sich jeden Abend da so durchschlängelt. Ich kenne Genau. halt davon nichts. Es ist okay, Poison. Das, was ich mir auch noch notiert habe, ist, ich weiß es gar nicht, war das im Buch oder war das im Film, dass Elbi sagt, sie lassen uns nicht. Als wäre Sterben der eigentliche Plan. Ich glaube, das war im Buch, weil im Film ist Elbi im Film ist Elbi nicht mehr so lange da, weil beim Grieve-Angriff gesnackt wird. Wäre jetzt aber interessant, ob das jetzt im Buch oder im Film war. Weil ich habe es beim Film notiert, ne? Sie lassen uns nicht. Nee, stimmt. Das ist, wenn er wach wird. Wenn er da Ja. sitzt, shirtlos, mit seinem Shirt so. Und als wäre das mit dem Sterben tatsächlich das, was eigentlich vorgesehen ist. Das macht im Film nochmal irgendwie so deutlich, dass es alles mehr Zufall ist und so Thomas Power Strukturen zu verdanken, dass sie jetzt tatsächlich den Ausgang finden und dass das eigentlich gar nicht der Plan war, ne? So kommt es mir zumindest vor, oder kam es mir beim Film immer vor, ne? Was ich aber sehr lustig finde, auch wegen Buch und Film. Im Buch wird erklärt, dass die Leute, also beispielsweise Newt, wird erklärt als hochgewachsener, breitschultriger Kerl mit sehnigen Armen, aber mit langen Haaren. In Das den stimmt. Büchern wird erklärt, dass sie die halt keine sexy Kurzhaarfrisur haben mit alles sitzt. Die Also haben die keinen Männer können ja immer den, Friseur. ja, Männer können ja immer einfach den machen in ihren Haaren und die Haare sitzen. Und das wird halt in den Büchern wird halt erklärt, dass die Haare wie Kuddelmuddel aussehen. Ich glaube, in diesem Film gibt es einen einzigen Typen mit langen Haaren, wo die Haare aussehen wie Kuddelmuddel. Die sehen alle aus wie gerade frisch vom Kosmetiker gekommen, das ist wohl wahr. Deswegen sage ich ja, Weil die sind alle super normschön im Film. Huch, jetzt habe ich meine Kamera schon wieder ich gekickt. wollte gerade sagen, das war jetzt gerade flupp weg quasi. Ja, ich habe gegen das Kabel getreten. Hier unten unterm Tisch ist gerade ein bisschen Kabeltoberwohl. Genau. Dann gehen die ja im Prinzip einfach ins Labor. Na, ich finde, im Film übernimmt Thomas total schnell die Führung. Das macht er im Buch ja Ja. überhaupt nicht. Also, da Nee. handeln die anderen ja mehr. Und im Film ist er ja wirklich so, zack, ich bin der Boss. Ich sag jetzt, wir gehen ins Labyrinth. Dann Ich wollen bin der sie. Bruder. Dann kommt Gally mit, wir opfern euch jetzt. Die Szene fand ich nochmal gar nicht schlecht, ne, weil ich mir dachte, sowas hätte ich Die mir letzte eigentlich im. Hoffnung. Ich hab's mir im Buch erwartet, dass Gally nach seinem Versteck jetzt hier irgendwie bürgerkriegsähnliche Zustände hervorruft und versucht, die irgendwie loszuwerden. Das kam im Buch ja gar nicht vor, dafür haben wir das im Film dann, so, wir opfern euch jetzt hier, gleich kommt der Drache nach dem Motto, wir opfern die Jungfrauen. Naja, das war so eine Jungfrauen-Opfer-Szene, frag mich nicht. Bist gerade, es ist eine Lichtung nur mit Jungs zwischen 12 und 17 Jahren. Von der Jungfrau. Ich will nicht Die mehr wissen. Jungfrauen. Das Ja, waren ja auch mehrere. als Mann bist du eine Jungfrau, wenn Ja, du sag nicht ich doch. Zicken hast. Deswegen opfern sie die Jungfrauen. Das waren ja mehrere. Das war ja nicht nur einer. Ja, das war es dann so. Müssen sie da nicht eigentlich alle ans Kreuz nageln? Theoretisch. Das könnte man jetzt, also Bärchen wird sich jetzt wahrscheinlich freuen. Für sie ist eh schon Elbi Newt. Das ist ihre Love-Interest-Geschichte, weil sie das eigentlich, das ist total ihr Ding. Ich will Thomas Newt. Ich auch. Das hätte ich voll. Die Theresa ging mir im Film so auf die Nerven. Die ging mir Was? im Film ging mir Theresa so hart auf die Nerven. Je weiter es Im ging, desto schlimmer wurde es. Und Buch, deswegen meinte ich vorhin, im Buch ist sie nützlich. aber da geht sie mir auch auf den Keks. Ja, Kutschi Also, auch. Aber da ist sie halt nützlich sie ist her. wunderschön und total nervtötend. Das ist so Ja, so wie das sein muss, Stereotype damit sie nicht so wie das. Mädchencharakter. Oh. Aber Buchenjud liebt Elbi, er liebt ihn. Allerdings ist jetzt natürlich Platz für Thomas. Voll dafür. Die hätten ja auch zu dritt zusammenkommen können, hätte mich gar nicht gestört. Wobei ich Elbi ja im Buch nicht mag und Newt ja auch nicht. Aber im Film mochte ich alle drei sehr gerne. Dementsprechend, das wäre super Im gewesen. Film sind die, Theresa im weg. Film haben die alle so eine ganz dicke Prise Nettigkeit gekriegt. Ja, vor allem Elbi macht auch wirklich so den Chef, weil wie er den Thomas dann rausholt, einfach auch aus dem Knast, die Art und Weise, wie er auf ihn zugeht Meier. und ihm genau die Hand reicht, das ist, finde ich, einfach wesentlich sinnvoller, auch als Chef sowas zu machen, anstatt zu sagen, Ja, ich bring Bärchen. dich morgen um, wenn du nicht spurst. Ja, Bärchen.
Ich sage, so bin ich echt die Einzige, die Abby im Buch mag. Ich finde, die im Buch haben die alle so einen leichten, harten Aggro. Wie gesagt, ich mag Newt, aber Newt hat bei mir einfach auch durch den Film einen sehr starken Positivpunkt und ich liebe einfach diese Szene, wo Newt Gally in dieser Versammlung einfach nur klein macht. Ich liebe sie. Er kriegt zwar den übelsten cholerischen Anfall des Todes, aber ich liebe es, sobald Gally es wagt, die Augen zu öffnen oder den Mund aufzumachen. Sofort. Sie haben alle ihre lichten Momente, so ist es nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, im Buch konnte ich nur Mino leiden, alle anderen fand ich voll ätzend. Wie gesagt, das ist die Szene, wo ich Newt halt so hart, ich hab mich weggeschrien vor Lachen, für jede Situation, jeden Satz, den er Gally entgegengeschmissen hat, ich habe ihn hart gefeiert. Buch. Die verschwinden dann ins Labor und dann kommt Gally. Wie hat er das geschafft? Das ist der erste Punkt. Wie hat er das geschafft? Die Tore sind runter. Die Tore sind doch runtergegangen und haben die Grieber zerquetscht. Wie ist er da durchgekommen? Das zum Ersten. Gebeamt. Dann, er wurde von einem Grieber gestochen und hat sofort richtig krass den Verwandlungsausbruch, weil du siehst es sofort an seinen Augen. Bei Ben ist die Zeit schon ein bisschen verschritten gewesen zwischen Gally ist auf dem Weg, weil die Lichtung angegriffen wird und Gally taucht bei unten auf, können keine 6, 8, 12 Stunden vergangen sein. Das kann nur wenige Minuten sein dazwischen. Dann, woher wusste er, wo er lang muss? Er war nie in diesem Labyrinth, er ist nie hinterhergekommen. Hey, da war ein riesengroßes, wunderschönes Exit-Schild. Das war süß. Ich wusste in dem Moment echt auch jetzt? Na sag doch, nee, war das nicht Bratpfanne oder wer sagte das, als sie das Exit-Schild sich angeguckt haben? Echt jetzt? Ja. Das war doch echt klasse. Das ist der Grund, warum ich dieses Ende, warum ich Buch- und Filmende so, was ich am Anfang schon meinte, ich Buch- und Filmende, das zerpflücke ich. Ganz viele Aber Teile. Sie sind beide unlogisch. Also ich finde das Auftauchen von Gally im Filmende logischer von seiner Motivation her, weil die Grieber haben die Lichtung überrannt, es ist nichts mehr übrig und er will sich rächen und er kommt und hat einfach sau die Wut. Infiziert hätte er nicht sein müssen. Ich glaube, die Wut hätte auch ausgereicht, um zu erklären, warum vor allem, er war im Buch ja schon infiziert. Das hat er ja schon durch. Ja gut, aber im Film, ne? Ja nicht, ne? Ja. Aber ich fand es halt logisch im Film, dass er da ankommt und sauer ist, weil die Lichtung halt überrannt worden ist und sie nicht auf ihrem sicheren Hafen haben bleiben können und dass sie ihn umbringen will. Logisch. Das war voll logisch, im Gegensatz zu, mich hat eine Schleimschnecke mitgenommen und jetzt bin ich hier und werde fremdgesteuert und deswegen schieße ich jetzt einfach mal auf dich. Er wurde vorher schon fremdgesteuert. Ja, aber also, die Schleimschnecke meine, geschmissen hat, war ich, ja schon fremdgesteuert. Ich meine diese Situation, ne? Ich schieße jetzt einfach mal irgendwie auf Thomas, will das eigentlich zwar gar nicht und es ist nicht so klar, wofür das Nutzen fürs Experiment bringt. Das fand ich im Buch halt richtig blöde. Aber wie Gally dorthin kommt, ist halt logischer im Buch als im Film, ne? Das ist es halt. Ich habe mich dahin gebeamt. Es kann man natürlich jetzt im Buch, kann man es wirklich erklären, dass er halt komplett die ganze Zeit schon fremdgesteuert wurde. Die ganze Zeit schon von Ava gesteuert wurde, was man halt in dieser letzten Szene sieht und dass er sich deswegen in den Grieber geschmissen hatte, dass er wegkommt. Das ist halt so, man könnte es als Erklärung nehmen, weil ja diese Steuerungsgeschichte. Ich finde es im Film aber authentischer, auch wenn er halt nicht durch die Tore kommen können. Das ist aber genau, was du vorhin meintest, so von wegen, man kann seine Beweggründe bestehen, warum er da den Zwergenaufstand in Anführungszeichen betreibt, weil er halt auf seiner sicheren, möchte in seinem sicheren Alltag, auf seiner sicheren Lichtung bleiben und das ist zerstört, nachdem Thomas aufgetaucht ist. Ja. Aber. Ja. Er taucht da auf. Wie er da hinkommt, das haben wir gerade schon geklärt. Das ist irgendwie so, hä? Dann hat er eine Waffe. Ich glaube nicht, dass irgendeiner von den Wissenschaftlern bewaffnet war. Ich glaube auch nicht, dass irgendeiner... Sie kamen rein und irgendjemand hat mit dem Fuß eine Waffe beiseite getreten. Ja, da lagen tatsächlich Waffen rum. Keine Ahnung wieso, aber es lagen welche rum. Warum liegen da Waffen rum? Ich habe keine Ahnung. Wenn da ein Haufen Wissenschaftler sind, die von einem Trupp angegriffen wird, der danach wiederkommt. Naja, damit sie gucken können, ob sie sich gegenseitig abknallen. Ja gut, das Experimentbedingungen. Das ist wieder das Experiment, genau. Aber die Söldner, weißt du, erst erschießen sie alle und dann kommen sie wieder. Vielleicht haben sie einen Alarmsensor installiert, der ihnen anzeigt, wenn sich da drin was bewegt. Und deswegen, oh, wir sind wieder da. Ich will mir einfach Notizen für Teil 2 machen. Es tut mir so leid, weil ich habe die Filme ja auch schon komplett
gesuchtet mehrfach. Dass wieder die Autorin in sich sagt, Poison. Aber ich habe ja die Filme ja schon durchgesuchtet und deswegen kann ich jetzt schlecht auf Teil 2 eingehen, auf gewisse Dinge. Nein. Das können wir nicht. Nee, aber was nochmal zu wegen Getty. Und dann ist halt der Punkt, wo ich... Was man sich bitte jetzt vor Augen führen lassen. Getty taucht auf und schießt auf Thomas mit der Waffe. Und der kleine Moppel, die gechack, schmeißt sich dazwischen. Gleichzeitig hat Nino den Speer und wirft diesen Speer auf, ja! auf Kelly und spießt ihn auf. Er ist aufgespießt, er ist infiziert und er liegt mit offenen Augen da am Ende. Klippt tot. Mir das. Klippt es. Er wird von einem riesigen Speer aufgespießt und zwar hier, direkt am Herzen. Genau. Oder neben Wobei, Herzen. Der Speer steckt nur so ein Stückchen drin, weißt du? Also für die Wucht, die Mino benutzt, um diesen Speer zu schleudern, ist das schon relativ effektfrei. Und er steht trotzdem steil gerade raus, weißt du? Nur so ein Stückchen eingedrungen und hängt nicht irgendwie oder fällt wieder runter oder so, sondern tschang! Wie festgenagelt. Er kippt um, er ist infiziert, er wurde von einem Speer aufgespießt wie ein verrückter Vampir und er liegt dann am Boden. Nee, aber das war sowieso mega unlogisch mit dem, dass die Söldner da wieder reinkamen. Ich musste so lachen, als ich den Film gesehen habe. An dieser Stelle dachte ich, was ist da los? Wieso sind die wieder da? Die haben draußen gewartet mit ihren komischen Bewegungssensoren-Dingern. Im Buch ist mir aber auch aufgefallen, was ich sehr erstaunlich fand, da bin ich jetzt sehr gespannt auf den nächsten Teil, als sie rausholen, also diese abgewrackten Söldner-Typis da mit ihrem Ranzibus, holen ja die Lichter raus und verfrachten die in diese komischen Schulbusartigen Dinger da. Und da ist doch eine Frau mit Brand. Ja. Die spricht sie doch tatsächlich auch an. Ja. Und das fand ich sehr spannend, dass das gar nicht so aggressiv wirkte im ersten Moment. Es hat mich ein bisschen irritiert, aber da muss man auch mal gucken, wie es weitergeht. Das wurde ja dann im Prinzip erklärt, also im Buch wird es ja erklärt, dass der Brand halt so diese Deformation, es ist so eine Art, ich sag jetzt mal, es ist halt nicht wie hirnlose Zombies, sondern so eine Art, es ist keine Mutation, es ist eine Fehlbildung. Die Leute leben mit dem Brand weiter, aber die werden halt ja so komisch. Stigmata. Ja, die haben dieses Stigmata. Und sie werden so, sie werden ja aber auch so aggressiv und so. Genau, der Busfahrer hat sie dann umgemäht. Ja, das fand ich auch total irritierend, weil sie wirkte für mich, dadurch, dass sie so normal kommuniziert hat, eigentlich nicht so zombie-mäßig. Das sind ja halt keine Aber ich glaube, Zombies. Ich bin da auch vom Film 2 beeinflusst einfach. Ja. Und deswegen bin ich jetzt super gespannt, wie das jetzt in Buch 2 dann weitergeht und ob sich da die Darstellungen überschneiden. Und dann werden wir schauen, dass wir im nächsten Monat dann das nächste Buch lesen und dann nochmal den nächsten Film gucken. Vielen Dank, dass ihr im Stream dabei wart. Habt sehr viel Spaß gemacht, wieder zu reden. Ja, am Maze Runner. Willkommen in der Dystopie-Reise. Ja, willkommen am Start der Dystopie-Reise. Als nächstes nehmen wir in die Brandwüste. Genau. So, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns das nächste Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.